Okay. Hallo. Hi Leute, guten Morgen oder guten Mittag. Oh, ich gehe noch, mach die Kamera ein bisschen runter. Ja, besser ist. Oh, guck mal, hier sind schon ein paar Leute am Start, richtig schön. Wir sind auch Ups. gerade noch so ein bisschen am, wir haben gerade erst gefrühstückt, beziehungsweise Mittag gegessen. Und jetzt kommen wir so langsam in den Tag gestartet und wollen hier einen großen Stream machen, in dem wir besprechen, wie es weitergeht. Spreepirat und macht gerade Leo Romance. Sehr sweet. Inwiefern, aber. Weil habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte, ich wäre mute. Lisa. Lisa, musst dich selbst mute machen, wenn du mute sein willst. Guck mal. Danke, Markus. Sehr Habe nett. ich auch das erste, was ich gesagt habe, als Leo reinkam. Hey, aber dabei habe ich den ja ein bisschen häufiger manchmal an, oder? Ja, irgendwie heute, du siehst irgendwie so ein bisschen gestriegelt aus. Hast dich auch frisch Gestriegelt. rasiert. Stimmt, das kommt natürlich auch dazu. Also gestern, aber ja. Oh, wir können ja mal so ein bisschen warten, bis hier so ein bisschen der Pool und die Community arrived Voll, ja. und dann mit dem Hard Talk beginnen. Bis so ein kleiner Bodensatz hier erreicht ist. Genau. Sag doch mal kurz, jetzt bevor wir zu den Themen kommen, wie waren denn deine letzten Tage? Wir haben ja am Montag haben wir mit Jojo gestreamt. Ja, oh, Seitdem, das war mega. was ist seitdem passiert? Also erstmal war ich natürlich völlig geflasht von Jojo und in Love und habe mir auch noch ein bisschen das angeguckt. Wie war's angeguckt? Die Videos davon, Ah, das ist okay. ja alles längst auf YouTube. Unsere YouTube-Cutterin Love Lisa hat da schon eifrig gearbeitet. Obwohl doch, also ich hatte nur eine Mail gesehen, dass manche der Videos wieder geblockt worden sind wegen den Ja, Filmsequenzen, ne? aber die Ja. kann ich mir ja trotzdem angucken. Ah, okay. Aber kein anderer. Ja, naja, Jojo habe ich die Links auch geschickt. Hey, hey Elli, morgen, hey Fami Biene, viel Spaß im Lurk und hallo Angel Rider. Ja, jetzt wird finally gepodcastet. Ich glaube, es wird ein Thing, Leo. Ich habe auch schon lauter Ideen. Auch für Podcast? Ja. Ich habe gestern auch schon ein bisschen mit Labli darüber gequatscht und wir haben darüber geredet, dass wir mehr Utopien brauchen. Ja, Und das wäre ein gutes ich finde, Podcast-Thema das auf jeden passt Fall. auch zu unserem Bandnamen und so ein bisschen zu unserem Style und so weiter und so ein bisschen Utopien zu diskutieren und dann auch Gäste einzuladen und so. Ach krass, also auch so, also alle möglichen Utopien so, also Ja, aber jetzt halt nicht so, stell dir mal vor, irgendwann Anarchie oder gibt so. es Internet, was wirklich funktioniert oder so, sondern halt, Ja, nee. nee, sondern wirklich, naja, zum Beispiel am Wochenende war ja Small Curly Fry da und die gute Lika und wir haben eben viel über Polyamorie zum Beispiel geredet. Und da, so, das ist ja auf eine Art auch eine Utopie. So, stell dir mal vor, irgendwie, ja, Beziehungen würden alle als Konzept ein bisschen freier gedacht werden und viele so, ne, das hat ja dann sowas damit zu tun, irgendwie das Patriarchat und Unterdrückungsmechanismen Das zu klingt auf jeden Fall überwinden. nach einer guten Idee. Ich glaube, ich kenne auch noch keinen Podcast, der sozusagen die so einfach Utopien sich zum Thema macht. Und dann würde man sozusagen in jeder Session eine andere Utopie haben. Aber man müsste sich ja schon relativ krass damit beschäftigen. Ich meine, Polyamorie, okay. Hast du dich vielleicht ein bisschen mit beschäftigt schon, aber was ist jetzt nächste Woche, weißt du, wenn du über Polyamorie jetzt schon sozusagen geredet Ja, hast, voll. Nee, muss man nee. sich halt immer übelst viel so Stoff Ich reinziehen glaube, ehrlich wahrscheinlich. gesagt, also was ich cool fände, wäre einfach Gäste einzuladen, die sich Ah, mit die einem sich bestimmten halt ein Thema bisschen. auskennen Ja, und dann voll. könnten wir könnten so ein bisschen die Rollen haben. Also ich glaube, meine Rolle wäre sozusagen immer so schon so sehr so ein vielleicht ein bisschen naives, aber sehr optimistisches, Und ich bin so der kritische. fantasierendes Brain, Ja, ne? Und du ja. könntest so ein bisschen immer so versuchen, das ein bisschen so die richtigen Fragen zu stellen. Ja, und halt sagen, es ist total unrealistisch, es muss viel Genau, besser und sein. dann würde ich sozusagen mal sagen, ja, aber you have to believe. Ja, genau. Lalala, und so geht es sozusagen hin und her. Im Moment stelle ich mir das ganz cool vor. Auch eine gute Idee für ein dann für eine Episode natürlich, bedingungsloses Grundeinkommen. Wow, siehst du, da geht's sofort los. Ja, vielleicht, aber ich glaube, für den Verlauf des Podcasts wäre es vielleicht gut, sich diese ganz großen Themen sozusagen für ein bisschen später aufzuheben, wenn wir schon so ein bisschen Fame haben, sodass wir dann bei zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, halt keine Ahnung, diesen Typ, der dieses Buch geschrieben hat, Oh. Werner Götz oder so, Oder diesen Typ, der diesen Film gemacht hat. Dieses, oder den Film, wie heißt er nochmal? weiß ich leider nicht.
ich glaube, es heißt Free Lunch Society. Okay. Oder so. Guckt euch den an. Auf jeden Fall Filmempfehlung. Ach so. aber genau, das wäre ja geil, weißt du? So. Ja, so wie Lisa sagt, große Themen sollten aufgesplittet werden. Ach so, aber ich meine, so eine Session kann ja schon 1-2 Stunden gehen. Ne? Also. Kann man recyceln, wenn man dann groß ist. Ach so, ja, okay, auch eine gute Idee. Auch ein gutes Thema, wenn ich mal groß bin. Eine Utopie zum Beispiel ist von mir, dass Kindheit nicht mehr so eine Scheißzeit ist in unserer Gesellschaft. Aber die Kinder haben doch immer voll die geile Zeit. Ja, das stimmt halt nicht. Schon gar nicht während Corona. Ich habe das Gefühl, dass unser Leben in unserer Gesellschaft geiler wird, je älter man wird, bis man, weiß ich nicht, 50 ist oder 60. Ja, weil so viele Leute sagen, oh, zurück zu den Jahren der Kindheit, wo man noch keine Sorgen hatte, wo man noch keine Verantwortung hatte. Wow, und die Folge ist on. Siehst du? Perfekt. So, jetzt will ich aber nochmal auf Markus eingehen. Stell dir vor, irgendwann wirst du nicht mehr zu langweiliger Büroarbeit gezwungen, weil deine Existenz sich in... Ach so. Das hatte ich ja schon. Okay, sorry. Das Ende darf auch gerne offen bleiben. Ja, natürlich. Geil. Ja, ich bin wirklich einer der wenigen Leute, die sagen würden, ich will wirklich nicht zurück irgendwie Kind sein. Aber nicht, weil meine Kindheit irgendwie scheiße war, sondern eher, weil ich es doch nice finde, Verantwortung für mich selber übernehmen zu können. Voll. Aber voll. Ich meine, keine Ahnung, wie es wäre, wenn jetzt mein Leben weniger selbstbestimmt wäre, ob ich dann manchmal so sagen würde, oh, war schon chillig als Kind. Hey, Kämpferin bis zum Schluss. Hey, danke für dein Abo. 11 Monate, wow. Geil. Ich habe gelesen, du bist raus aus dem Krankenhaus. Mega. Herzlichen Glückwunsch und richtig schön. Richtig gut. Das heißt, du bist jetzt zu Hause und chillst auf dem Sofa. Wir drücken dich auch mal hier. Das ist auch ganz neu, dass ich im Stream einen Chat schreiben kann. Stimmt, das ist neu, ja. So, genau das denke ich auch so oft, Ellie. Wieder Kind sein, aber mit dem Brain von jetzt. Wie könnte man diese World rulen? Ja, das würde aber dann nur gehen, wenn man einige Regeln ändert, weil sonst wirst du halt wieder dominiert von irgendwelchen älteren Menschen. Dann. Ach was. Das ist genau das, was ich eben meinte, dass unsere Gesellschaft für Kinder nicht so geil ist. Naja, aber ich glaube, als du 13 warst und noch nicht den Wissensstand von heute hattest, war es auch nicht so schlimm. Doch. Doch, genau. Es wär viel schlimmer, mit dem heutigen Wissensstand wieder 13 zu sein. Das wäre noch viel schlimmer. Nee, das wäre geil, weil dann würde ich voll ruhen. Nein, würdest du halt nicht. Würde ich mir das alles nicht gefallen lassen. Na gut, ja, okay, dann vielleicht schon. Du würdest die Revolution starten. Außerdem würde ich sofort Lisa anrufen und mit ihr befreundet sein, schon als Kinder und nicht erst jetzt. Lisa wäre halt dann noch ein bisschen jünger, ne? Die wäre dann 10, kein Problem. Kleine Schwester. Oh Gott, ey. Okay, wollen wir mal eine kleine Einführung ins Thema jetzt machen vielleicht? Ich meine, Lisa hatte ja schon ihr 30-jähriges Brain, als sie 13 war. Wahrscheinlich, nur, ja. Nur wir halt nicht. So, dann würde man sehen, wie klein die eigenen Probleme sind. Aber so sind Probleme immer sehr groß für die Altersphase. Ja, Famibine, so right. Fehler nicht zu tun, ja, das wäre auch schön. Oh Gott, seid ihr jung. Ach komm schon, Silvi. Du mit deinen sweeten... Wie alt bist du? 24? Okay, Leute. Die Community ist in the house. Wir können von mir aus jetzt mal mit dem bisschen Real Talk über Himmelskinder anfangen. Auch wenn ich gerade schon merke, dass hier zusammen Podcast zu machen übelst Bock macht. Genau, aber das führt doch perfekt schon in das nächste Thema. Nämlich, ja. Wie wird sich der Stream verändern? Was wollen wir gerne verändern? Und wir sind super gespannt, was ihr auch dazu sagt. Und wir sind sehr bereit, uns inspirieren zu lassen von euch. Und daher gibt es die Möglichkeit, auch hier mit uns zu diskutieren, oder? Auf jeden Fall. Ihr könnt in den Discord kommen. Bisher habe ich schon die Audio-Einbindung. Wer auch mit Video eingebunden werden will, kann ich aber auch realisieren. Ja, geil. Das heißt, wer Bock hat, was zu sagen, ich meine, vielleicht, wir hatten ja schon vorher kurz besprochen, dass wir jetzt nicht hier 5 Stunden sitzen wollen, um diesen Talk zu machen. Nee. Das heißt, vielleicht sozusagen können wir versuchen, uns sozusagen auch ein bisschen kurz zu halten so. Das fände ich auf jeden Fall cool. Oder sag ich mal, guck mal, da kommen gleich die Leute schon in Discord, geil. aber vielleicht können wir einmal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen loszureden, einmal kurz sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum wir jetzt an dem Punkt sind und was wir sozusagen vorhaben, damit zu bezwecken. Voll. Und da bin ich, glaube ich, selber so ein bisschen, da würde ich gerne nochmal zurück zum Ursprung.
Nämlich die Idee kam eigentlich letzte Woche, oder? Dass wir irgendwie, dass wir mal so einen grundsätzlichen Stream machen wollen, wo wir irgendwie darüber talken, wie es weitergeht mit uns, wie es musikalisch weitergeht, was wir für Ideen haben und wollten das halt mit euch sharen und sind auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht kannst du noch mal was darüber sagen, wann das sozusagen klar wurde für dich, dass wir mal so einen Stream machen wollen. Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine war, dass wir ja selber gemerkt haben, dass wir einfach Lust haben, andere Sachen auszuprobieren. Ich habe mir hier diesen lustigen Drumcomputer gekauft. Hier seht ihr ihn in der Ecke. Na, egal. Und dann kam aber auch Feedback aus der Community, so hier und da, so aha, cool, Elektro-Jam, dies, das, Effekte auf der Stimme. Wo geht's denn mit euch hin? Und so, manche Leute haben gesagt, oh, das gefällt mir nicht so gut. Manche Leute haben gesagt, oh, voll interessant. Und ich glaube, an der Stelle habe ich realisiert, dass es einfach, glaube ich, cool wäre, in unsere künstlerischen Entwicklungen, die wir ja auf jeden Fall einfach so auch eben machen wollen, uns frei fühlen wollen damit, die Community aber ein bisschen einzubeziehen. Gar nicht jetzt unbedingt so sehr, dass die Community uns sozusagen sagen soll, was wir machen, sondern eher, dass ihr euch sozusagen einbezogen fühlt in unsere Gedankenprozesse und so weiter, um irgendwie nachvollziehen zu können, was eigentlich so abgeht. Okay, ja, ja. Und ich glaube, daher kam so der Impuls, hier mal sozusagen, wir müssen reden, sozusagen. Ja, voll. Voll interessant, weil ich habe es auch gar nicht so wahrgenommen, als hätten wir jetzt so letzte Woche so was krass anderes gemacht als sonst, jetzt zu dem Thema mit dem, dass es dann so, sage ich mal, verschiedene Reaktionen darauf gab. Ja. Sondern für mich war es eher so, okay, wir haben ein bisschen mehr gejammt, aber für mich war es jetzt gar nicht so ein krasser Unterschied zu dem, was wir sonst machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Veränderung, die sozusagen teilweise angesprochen wurde und die ich durchaus schon wahrgenommen habe, über einen längeren Zeitraum geschehen ist. Und dann so ein bisschen, ja, kumuliert ist in den Stream, wo wir kaum Songs spielen und ganz viel Jam und sehr viel so Elektro machen. Aber dass sozusagen schon im ganzen Verlaufe des letzten halben Jahres immer weniger Black Betty, immer weniger mal hier lass mich ein, immer mehr auch Vocal-Effekte, immer mehr, dann habe ich den Synthi ja auch schon im Dezember gekauft und so weiter. Also, dass das eher so ein schleichender Prozess ist und das ist ja auch voll typisch für künstlerische Entwicklung, dass man sich nach und nach für andere Dinge interessiert und sozusagen so ein bisschen guckt, ah, jetzt machen wir das. Ja, ja, voll. Okay, verstehe. Ja, okay, krass. Also klar, wenn ich jetzt so über das letzte halbe Jahr nachdenke, dann sehe ich irgendwie die Entwicklung, aber irgendwie, dass wir irgendwie Sachen rumprobiert haben. Ich meine, bevor wir angefangen haben, Live-Konzerte auf Twitch sozusagen zu spielen, war ja unsere Musik auf eine Art viel, viel artifizieller so, ne? Ja, und auch also experimenteller. Und auch experimenteller, ja. oder auch letztendlich elektronischer. Ja. Dann haben wir halt angefangen, auf Twitch Konzerte zu spielen. Okay, dann mussten wir halt erstmal gucken, okay, an der Gitarre und wie singt man so. Wir mussten erstmal gucken, dass wir überhaupt unsere Songs spielen. Da haben wir das sozusagen noch ohne Backing-Tracks ja auch gemacht teilweise. Das heißt, da entstand auf einmal sozusagen, da ist ja schon allein dadurch, dass wir sozusagen uns sozusagen in diesen Prozess gegeben haben, wie spielen wir unsere Songs? Und nun mal, wir spielen mit Bass und Gitarre. Dadurch ist ja auch schon mal was mit den Songs passiert, ne? Absolut, ja. Und dann sind wir natürlich auch wieder ein bisschen besser, also wir nicht besser geworden, aber wir haben das so ein bisschen... Du kannst nicht... Naja, ich meine, am Anfang war es halt schon so, dass wir irgendwie versucht haben, um die Songs zu spielen, das gar nicht geklappt hat, das war irgendwie voll der Abfuck. Dann hat es so schon so ein paar Monate gedauert, bis wir es einfach ein bisschen besser konnten, ja. und irgendwie ausgecheckt haben, wie wir das machen. Ja. Voll. Aber klar, jetzt in dem letzten halben Jahr würde ich schon sagen, jetzt seit der EP, seit der Zeit haben wir... auch neue Songs und so geschrieben und klar, da haben wir uns schon auch ein bisschen, sag ich mal, in eine andere Richtung entwickelt und voll, also klar, das war vielleicht auch ein bisschen schleichend, der Prozess, obwohl ich schon sagen würde, wir haben auch immer, also wir haben ja bis vor einer Woche eigentlich in jedem Stream fast immer gleich halt Himmelskinder-Songs gezockt. Klar, dann nicht hier mehr mit Betty und der Akustikgitarre, aber an dem Format hat sich ja eigentlich nichts verändert, so. Ja, ich wollte kurz begrüßen, halt Jana, Monsterbrei, das stimmt. Hi Monsterbrei. Hi Spreepiratin. Klar, das habt ihr immer schon gemacht, beziehe ich jetzt mal auf uns entwickelt.
Das stimmt natürlich und das sehe ich auf jeden Fall auch, was du sagst. Wir haben immer einfach die Himmelskinder-Songs gespielt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass so, wenn ich mich jetzt reinversetze, in die Community gekommen zu sein im Mai 2021 und es war sozusagen eine sehr cozy Zeit und wir haben schon auch relativ viel Akustik und Mundharmonika gemacht. Wir haben viel Community-Songs gemacht, Community-Arbeit auch. Und dann ist man sozusagen immer gerne in die Streams gekommen, vielleicht sogar jeden Montag, jeden Donnerstag und wusste sozusagen, okay, da wird das irgendwie auch ein bisschen gefühlsmäßig und irgendwie sehr gemütlich und so weiter. Und das war eben eine lange Zeit so das vorherrschende Gefühl auch für mich. Und ich glaube, dass sich das auch ein bisschen geändert hat, auch von unseren Bedürfnissen her. Im Moment habe ich sozusagen ein bisschen mehr Bock so. Ja, im Moment hätte ich, glaube ich, eher das Bedürfnis an die Streams oder unsere musikalische Praxis, dass es irgendwie ein bisschen verrückt ist oder ein bisschen mich irgendwie aus dieser Welt ein bisschen rausballert und solche Bedürfnisse. Und das ist halt einfach was anderes, als zu sagen, im letzten Mai hatte ich vielleicht so ein Kuschelbedürfnis und dass wir uns hier alle irgendwie miteinander sehr wohlfühlen. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich sozusagen schon damals immer dachte, wow, es ist voll toll, ja, manchmal rocken sie auch richtig los und dann muss ich mal so an Birgit denken, die halt auch so sagt, ja, geil, jetzt kommt wieder der Wumms mit dem Gitarrensolo. Und dann aber es gibt auch eben so voll, voll schön das und das alles, dieses, was ich meinte mit dem Kuscheligen. Dass man dann jetzt vielleicht so denkt, na gut, okay, und jetzt ist hier irgendwie Pling Ploing, Elektro, dies, das, Dance und dann zwischendurch mal ein bisschen als die Erde entstand und am Ende Netz. Naja, das ist jetzt nicht ganz das, wo ich mich sozusagen rein verknallt habe im Mai 21. Das wäre mal voll interessant von den Leuten, die jetzt da sind, ob sozusagen deine Interpretation von dem, wie das vielleicht gewesen sein mag, aus der Perspektive der Community für einige von euch, ob das so jetzt in dem, wie du das jetzt beschrieben hast, für manche der Fall war. Es würde mich mal voll interessieren. Also reicht ja, wenn ihr einfach mal sagt, oder nicht jetzt, ob es komplett 100% für euch stimmt, aber ob es sozusagen relatable ist, so auf eine Art. Ja, cool, Monsterbrei. Guck mal, Monsterbrei sagt, das Live-Konzert war sozusagen ausschlaggebend dafür, ein kleiner Superfan, also Quote von ihm, zu werden, was natürlich mega schön ist. Am 8.2. stimmt, haben wir mit Angel Rider hier. Guck mal, das war vor genau einem Jahr, Alter. Ja, sick, Krass. ey. 10. Ja, wohl, fast genau. Ja, richtig crazy. Energie im Live-Konzert. Ja, Ja, das ist natürlich, ich meine, cool. Das ist natürlich so, dass die Hoffnung, dass jetzt unsere Energie in unseren Streams trotzdem mehr oder weniger konstant bleibt, egal welche künstlerische Entwicklung wir machen, ja, und auch egal, was glaube wir ich schon. streamen. Ja, Also voll. klar. Monsterbrei, ich wollte dir noch erzählen, ich habe gestern Uno Flip gespielt hier. Ich werde dir nachher auch noch ein kleines Foto schicken. Nur also für den Rest von euch damals, als wir bei Monsterbrei und Hella zu Besuch waren und ein bisschen hier unser Büro auch kennengelernt haben, haben wir auch mit der Familie Uno Flip gezockt auf dem Teppich. Geil. Ja. Also ja, genau. Also vielleicht, wenn ihr ein Handzeichen geben könnt oder nicht, ob ihr das sozusagen, ob ihr euch dazu auch relaten könnt, zu dem, was Jonathan gerade sozusagen so dargestellt hat, das würde mich mal interessieren. Und ansonsten, ja, würde ich, glaube ich, nochmal von meiner Seite aus sagen, ich bin also worauf ich jetzt sozusagen, oder das, was du gerade meintest also du hattest vor einem Jahr eher so ein kuscheliges Gefühl und jetzt halt so ein anderes Gefühl. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall seit längerem auch so ein Bedürfnis danach, also man müsste jetzt vielleicht aber auch trennen, sozusagen so ein bisschen, was wir in den Streams machen und was sozusagen mein grundsätzlich musikalisches Bedürfnis ist, weil zum Beispiel im Stream finde ich es auch übelst feierlich, einfach Gitarrensolo zu machen und sozusagen ein bisschen abzulabern so und halt einfach mit nicen Menschen irgendwie zu connecten. Da muss ich jetzt nicht sozusagen mich komplett 100% in jeder musikalischen Facette ausleben, die ich sozusagen habe. Ja. Das ist irgendwie nicht mein Anspruch. Ich glaube, wenn das mein Anspruch gewesen wäre, dann hätte ich das niemals von Anfang an machen können, weil ich von Anfang an das auch andere Bedürfnisse hatte. Ich von Anfang an irgendwie es sozusagen. Auch andere ist gut. Naja. Ja, wenn man das ernst nimmt, was du sagst, heißt das ja sozusagen, dass du hinter vielen Dingen sozusagen nie wirklich hinterstandest. Na, nee, das würde ich nicht sagen, aber ich habe nicht den Anspruch, wie bei Polyamorie, auf sozusagen einen Partner gehabt, dass er alle meine Bedürfnisse erfüllt. Und keine Ahnung, also, und das hat sich jetzt irgendwie auch eigentlich nicht geändert.
Ich genieße es nur, dass wir sozusagen einfach mal unterschiedliche Sachen im Stream machen und irgendwie habe ich das. Hey, ertappt, Leo. Das war ja nur eine Analogie sozusagen. Ja. Um meine. Nee, ist gut. Um aber meine das Dings ist hier Real Talk, weißt du? Die Leute wollen auch unseren Podcast hören, um Real Talk zu bekommen. No Utopia way. Real Talk. Ja, genau. Also was ich jetzt, glaube ich, sagen wollte, ist, dass ich, also zum Beispiel, wenn ich sozusagen meinen Anspruch an mein musikalisches Ausleben von Anfang an sozusagen so 100% an den Stream auch gestellt hätte, hätte ich doch niemals das schaffen können, über Monate hinweg so Performances abzuliefern, die ich halt selber nicht so geil finde. Klar. Und dann hätte ich ja aufgegeben und dann hätte ich auch nichts mehr gemacht. Aber das ist ja auch dieses Overthinking, ne? Das ist, wenn du jetzt irgendwie auf Instagram irgendwie weiß ich nicht, erfolgreich sein möchtest und sozusagen jeden Tag 5 Stories machst, dann kannst du auch nicht einfach die alle nochmal angucken und alle übelst abfeiern. Nee, auf keinen Fall. Ja. Es geht ja irgendwie auch um den Weg und ich glaube, wenn ich sozusagen sage, worauf ich irgendwie sozusagen auf eine Art stolz bin, dann eher darauf, dass ich es geschafft habe, sozusagen über diesen Schatten zu springen und auch über diesen Perfektionsanspruch Anspruch zu springen. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als mit dem Style, aber was ich sozusagen sagen will, ist, dass ich, glaube ich, nie zu 100% sozusagen in dem Stream alle meine Bedürfnisse befriedigen will. Und die ändern sich natürlich auch, aber das ist mir irgendwie schon wichtig, nochmal zu sagen. So. Ja. Ich will einmal kurz hier eingehen. Also Ake Bato wurde zwar von Labilia gelöscht, aber eine Warnweste ist keine geeignete Kopfbedeckung. Da will ich jetzt doch nochmal kurz drauf eingehen. Geil. Stimmt, das also, ist ja wie eine Warnweste. Leo, du hast ja diese Warnweste zerschnitten, weil du einfach eine kalte Birne hattest. Ja, genau. Aber funktioniert es? Ja, die Warnwesten sind ja auch relativ warm. Das vergisst man manchmal. Okay. Ja, von daher ist es schon sehr, sehr gemütlich gerade. Ja. Also Ake Bato, falls du nach deiner Löschung jetzt nicht gleich rausgegangen bist, freuen wir uns auf jeden Fall über ein Follow und ein Sub und auch gerne über weitere Modetipps von dir. You hear my voice twice. Why? Hey Sau, maybe, schön, dass du da bist. Maybe that's just over Leos Mic. Können wir die so ein bisschen voneinander wegrichten? Sag mal, ob du es nochmal hast. Ist es immer noch? I don't know. No. Wait. Check, check, check. Ich glaube, es sind nur unsere beiden Mics hier an. Was ist denn da unten für ein Mic? Das? Na, deins, ja. Na gut, egal. War vorhin, jetzt ist okay. Ich höre euch nicht doppelt. Okay, gut, gut, gut. Und dann hat Diana geschrieben, stimmt für mich einerseits, ich glaube, es bezieht sich auf dieses, dass es früher vielleicht ein bisschen gemütlicher war. Andererseits ist es aber auch wiederum schön was anderes, als immer reguläre Konzertstreams sehen. Mhm. Ja, siehst du, alles hat zwei Seiten. Hey Rambo, schön, dass du da bist. Ja, don't let perfect be the enemy of good. That's very wise. Ausrufezeichen Vergänglichkeit. Hey Chaco. Ja, let's see about the podcast. I think we won't publish a podcast about where we just talk about ourselves. Wow. Okay. I'm just gonna speak quietly. Mm-hmm. Hi, Brutal Romance. Wie geht es euch? Ja, uns geht's gut. Wir reden hier gerade über die Zukunft der Himmelskinder-Streams. Ja, Leo, cool. Kann ich voll unterschreiben, was du gesagt hast. Ja, und trotzdem will ich auch sozusagen jetzt nochmal als letzten Punkt schon auch nochmal sagen, dass ich auf jeden Fall in meiner musikalischen Entwicklung ja schon auch Lust habe auf mehr neue Sachen, weniger auf traditionelle Sachen und ich irgendwie Lust habe, dem auch nachzugehen. In welcher Form, ob das in den Streams sein muss oder ob das in dem Songwriting ist, also das ist irgendwie was, also eine andere Diskussion, aber das ist schon so, also klar. Und genau, vielleicht, keine Ahnung, deckt sich auch ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Und jetzt irgendwie können wir ja nochmal gucken, was sozusagen die Leute vielleicht dazu zu sagen haben und auch vielleicht nochmal vorlesen, was du oder wir an Nachrichten per Discord bekommen haben zu genau diesem Thema. Auf jeden Fall, ne? Und auch von der Struktur her finde ich es voll cool, wenn wir jetzt ein bisschen uns Community-Sachen anhören, entweder eben geschrieben oder zum Beispiel steht Ellie78 auch schon hier in den Startlöchern. Okay, geil. Und dann gibt es natürlich auch noch die
Phase, sage ich mal, wo wir auf jeden Fall sagen können, was wir uns schon ein bisschen überlegt haben, wo wir ein bisschen hinwollen, was wir ein bisschen machen wollen. Ja. Oder? Yes. Dann wollen wir erstmal für die, also hiermit wach warten und erstmal gucken. Ja, wir können gerne mal. Ja. Dann lass uns doch mal Elli dazuschalten. Ich mach dir das mal an. Hören wir sie auch dann hier? Genau, also liebe Flo vom Büro, du kannst gerne jetzt dein Mikro anmachen. Ich glaube, wäre gut, wenn Lisa ihr Mikro ausmacht. Und dann gucken wir mal, ob wir dich hören. Hallo. Hallöchen. There she is. Guten Mittag. Wir Na, hören du? Dich klar und deutlich. Na, Perfekt. Ihr selber? Hey, herzlich willkommen live im Stream. Die anderen hören sie auch, ja? Ich gehe davon aus, ja, man sieht den Pegel hier. Super. Da gibt es gleich ein Herzchen von Monsterbrei. Yep. Okay, geil. Ja, hey, Elli. Dann mach noch ein dickes Hallo an alle da draußen. Oh. Nice. Da kommen auch schon die Herzchen. Sehr schön. Viel Spaß im Lurk, Famibiene. Ja, Elli, hast du Lust, mal was zu sagen zu unserem Thema? Streamentwicklung, du bist ja immerhin seit der allerersten Stunde dabei. Stimmt, ja. Das ist bestimmt eine interessante Perspektive. Also, mein Empfinden ist, dass ihr euch einfach zu sehr perfektioniert habt. Also für mein Empfinden. Das war, früher war das alles ein bisschen chaotischer und so ein bisschen unprofessioneller und das war das, was mir so gefallen hat an euch. So ein bisschen, obwohl ihr aus diesem Chaos habt ihr das Beste halt gemacht und habt das Beste halt gezaubert und jetzt ist das halt so die letzten Monate halt sehr professionell rund um euch geworden und das schreckt mich halt so ein bisschen ab. Mhm. Spannend, ja. Haben wir auch schon mal drüber geredet im Sommer, ne? Kann sein, ja. Ich kann mich doch nicht an alles erinnern, was ich letzten Sommer geredet habe. Zum Glück. Aber sag doch noch mal ein bisschen, ja. Bisschen genauer, worin sich sozusagen dieses Professionelle so widerspiegelt, weil, also, dass wir eher so die Songs runterspielen oder dass wir sie besser spielen oder dass, also Nee, es geht tatsächlich nicht um die Songs. Es ist so, sag ich mal, mit den Konzerten oder sowas, da ist es bei mir so, wie wenn ich jetzt jeden Tag Müsli essen würde. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf Müsli. Ja, klar. Ja, voll. Ne? Aber das war auch so mein Empfinden, was diese Konzertstreams betrifft. Ich meine, die waren alle toll, aber es war jedes Mal irgendwie das Gleiche. Und das hat mir so die Lust auch auf euch ein bisschen genommen. Mhm. Und was ich mit dieser Professionalität meinte, ist jetzt mal als blödes Beispiel, eure Songwriting-Streams, die ihr jetzt halt macht, die sind halt so durchgeplant. Ne? So mit dieser, ne? Wir machen erst das, dann machen wir das, dann machen wir das. Genau, zum Beispiel mit dieser Checkliste. Das alles, und es war früher alles einfach so ein bisschen chaotischer. Ja, das stimmt allerdings. Das war so auf der Couch rumliegen und verzweifeln. Genau. Aber klar, genau. Das hat es ja auch irgendwie ausgemacht, ja. Ja, eben. Das hat es ausgemacht. Und das war ihr. Und das ist jetzt, momentan ist das alles so, ja, für mich zu durchgeplant. Ja, verstehe ich. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir damals einfach mehr Zeit hatten. Klar. Ne? Ja. Wir haben ja wirklich sehr viel gestreamt und dann auch teilweise irgendwie eine ganze Woche für irgendeinen Song gebraucht. Ja, also cool. Cooler Input auf jeden Fall, Elli. Das kann ich sehr gut annehmen. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Nice. Interessant auch, voll, ne? Also vor allen Dingen, wenn man es sozusagen auch unter dem Aspekt sieht, dass sozusagen die Entwicklung für uns ja wahrscheinlich eher eine positive ist, von wegen sozusagen von dem weg von dem Chaos hin zu professionellem Umgang, weil das Chaos hat uns ja eher immer zum Schwitzen gebracht, so, ne? Oder war eher so, oh, ungechillt, so, ja, ne? Stimmt. Jetzt wissen wir nicht, was passiert oder irgendwie finden wir selber, dass wir irgendwie sacken. Naja, ist ja schon so und also ich weiß einfach, in wie vielen Streams auch, ich weiß, dass Elli jetzt nicht irgendwie musikalische Performance meinte, aber in wie vielen Streams ich danach dachte so, okay, also das geht so an die Substanz meines Egos, dass ich das eigentlich nicht weitermachen kann. Wahrscheinlich war genau das, was Elli interessant fand.
Eben. Ja, das ich wusste. Ich will kurz hier mal begrüßen. Brutal Romance hat coole Vorschläge. Musik mit Gästen machen, zusammen schreiben oder zusammen spielen. Ja, das machen wir manchmal und lieben das auch sehr. Aber ich finde es einen coolen Input, dass wir das vielleicht öfter machen. Und das habe ich eh auch schon im Kopf. Also danke dafür. Und hi, Captain Cork. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, geil. Okay, Elli, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt hier noch lauter Einsendungen im Discord. Wenn das jetzt erstmal dein einziger Punkt war, dann würde ich jetzt mal den Discord wieder stumm schalten, wenn das für dich okay ist. Na, machen wir. Alles klar, bis später. Vielen Dank, Elli. Danke. Super. Guck mal, das läuft doch. Ich finde Talking Stream, egal, da kommen wir später noch zu. Kommen wir später noch zu. So, jetzt würde ich mal, hast du einen, du hast die ja schon teilweise gelesen, soll ich mal was vorlesen aus der Community? Genau, es geht jetzt hier los, ne? Das war, ist ja von irgendwann. Okay. Ich sag mal nicht, wer, oder ich, soll ich es einfach mal vorlesen? Das jetzt hier? Ja, voll gerne. Ich sag mal nicht, wer das jetzt war, aber die Person schreibt, ich bin nicht so gut im Vorlesen, aber ich versuch's mal. Ich kann ja mal aus Streamer-Sicht schreiben. Ich war zwar fast ausschließlich im Gaming-Bereich unterwegs, aber im Prinzip nimmt sich das nichts. Das, was am meisten Erfolg gezeigt hat bei anderen, ist so breit aufgestellt wie möglich zu sein und so oft zu streamen wie möglich. Und das regelmäßig. Nicht jeden erreicht man mit ein- oder zweimal Streamen. Nicht jeder kann immer an diesen Tagen. Eine Online-Community kann man auch nur da aufbauen, online. Durch verschiedene Medien, TikTok, YouTube, Insta und da muss man sich auch dran erinnern, dass man Twitch-Content macht. Man macht quasi Werbung auf anderen Plattformen, um diese dann zum Twitch-Content zu bringen. Okay. Und wenn man gerne nur real machen möchte, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, diese Leute auch zu Twitch zu bringen. Das eine ist eben Real-Content, das andere ist Online-Content. Und soweit ich weiß, ist das bei Musikern ähnlich wie bei Künstlern. Auch da läuft Real-Content-mäßig viel über Online-Verbreitung und Target-Marketing. Im Moment sieht die Twitch-Landschaft so aus, dass es sau viele DJs gibt. Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben und jeder hätte gerne so viel Publikum wie manche große DJs. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass zum Frühjahr, Sommer hin die Leute wieder in die Clubs gehen und die Zahlen da wieder runtergehen. Kann ich mir auch vorstellen. Da kann es gut sein, dass wieder Musik-Content gefragt ist und dann fallt ihr wahrscheinlich eher auf als bei öffentlichen Veranstaltungen. Reichweite generieren ist halt nicht einfach. Es gibt Unternehmen, die dafür Leute bezahlen. Es gibt auch viele Selbstständige, die Leute dafür bezahlen, weil sie das selber nicht können oder es ihnen nicht gefällt. Ja. Voll interessant. Interessant. Das ist jetzt natürlich eher so, sag ich mal, grundsätzliches Advice so. Ja, ne, für und ich finde es auch voll spannend, dass sozusagen bei unserem Aufruf, hey, wir wollen mit euch reden über unseren Stream und das, da ist jetzt die Person nicht die einzige, am Ende sozusagen so Erfolgstipps kommen. Mhm. Was, also ich, dafür bin ich super dankbar und wir können das auch gerne besprechen. Trotzdem ist es für mich ja gar nicht das Ziel gewesen, sondern ich wollte ja eigentlich Community-Pflege machen. Ja, ja. Und sozusagen sagen, ja, was wir künstlerisch machen, ist ja die eine Sache, aber wir wollen euch mitnehmen, euch, die wir eh schon kennen seit einem Jahr oder die wir sozusagen im Laufe der letzten zwei Jahre kennengelernt haben, dass ihr euch weiterhin wohlfühlt mit euren Himmelskindern. Das war mein Primäranliegen. Mhm. Und jetzt geht es irgendwie oft darum, wie wir unseren Stream erfolgreicher kriegen. Ist natürlich auch ein Anliegen, aber ich glaube, für mich ist sehr klar herausgekommen, dass ich im Moment da gar nicht so eine krasse Priorität habe, weil mir geht es eigentlich voll gut damit, dass wir einfach sozusagen unsere künstlerische Entwicklung machen, so wie es uns Spaß macht. Mhm. Und mir ist wichtiger, dass wir unsere Community behalten, als dass sie wächst. Ja, voll, voll, ja. Okay. Interessant, ja. Jetzt können wir ja kurz mal hier sagen, ja, kurz mal was aus dem Chat die Leute noch kam. Gesagt haben, ja. Ihr braucht Partner, wo ihr regelmäßig hinradet und sie zu euch raiden, damit Neuzuschauer kommen. Klar, Silvi, das haben wir auch mit More Entertainment gehabt und jetzt aber es stimmt schon, dass wir es nicht mehr so krass haben, wie wir es damals halt hatten. Ja, ich meine, ich glaube, dass wir jetzt mit Small Curly Fry ein bisschen neu, aber so, das wird auf jeden Fall vertieft. Ja. Völlig guter Einwand. Gäste bringen immer Chaos und Abwechslung mit sich. Auf jeden Fall. Finde ich auch, ja. Jojo hat das ja zuletzt sehr beeindruckend bewiesen. Ich frage mich, in welche Richtung ihr wollt. Also geht es um eure musikalische Ausrichtung oder möglichst erfolgreich auf Tisch zu werden oder musikalischen Durchbruch, alles auf einmal. Dann kann man pro Thema eine Strategie erfahren. Ja, genau, aber das, was Monster aber sagt, das finde ich genau den Punkt. Ne? Also worüber reden wir jetzt hier? Reden wir über Twitch? Reden wir über, was für Songs wir schreiben, wenn Twitch auch aus ist?
reden wir darüber, worauf, also weißt du was, das würde ich, also im Moment habe ich das Gefühl, ich rede nur über Twitch. Voll. Weil aber alle, auch, ja, aber auch nicht unbedingt über den Growth. Genau, und nicht über den Growth, ja. Was das dann sozusagen noch für, ja, weil ich glaube, über jetzt andere Sachen noch zu sich zu reden, ist ein bisschen zu viel jetzt für diese Diskussion. Lass uns mal nur über Twitch reden. Ja. Und was wir halt bisher auf Twitch machen, Songwriting spielt da ja auch ein bisschen mit rein. Und was wir Lust haben zu machen. Und also, was wir Lust haben zu machen. So wie ich es gerade gesagt habe. Mir ist wichtiger, dass ich den Content feiere, den wir machen und selber da Bock drauf habe. Und das mit dem Wachstum, das ist ja eh immer so ein bisschen so ein, jetzt könnte man noch die Taktik machen, jetzt könnte man noch die Taktik machen. Sind alles auf jeden Fall irgendwie ja relevante Fragen. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn die einen ein bisschen weniger interessieren als das, was man eigentlich gerne machen möchte. Mhm. Die andere Frage ist ja, inwieweit darf sich der Twitch-Stream unterscheiden zu dem, was wir sonst machen, damit es für uns noch Sinn macht und sich normal oder sich gut anfühlt? Ja. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt aber, keine Ahnung, Deutschrap eigentlich und auf unseren Twitch-Streams zocken wir halt noch ein bisschen unsere Rocksongs, dann könnten wir es immer noch machen, aber dann wäre es vielleicht besser, den beiden Projekten zwei unterschiedliche Namen zu geben. Weißt du, was ich meine? Nee, klar, es muss auf jeden Fall vereinbar sein. Ich würde halt denken, dass solange wir so eben ab und zu unsere Konzerte spielen und da natürlich auch immer die Songs spielen, die wir jetzt irgendwie lately selber eben auch geschrieben haben, egal ob jetzt im Stream oder eben auch offline, ist ja trotzdem der Twitch-Kanal ja das Rohr, wo unsere Musik an die Öffentlichkeit kommt. Und das muss ja auch weiterhin das Grundthema von unserem Twitch-Kanal sein oder überhaupt von unserer Online-Appearance. Wir sind eine Band und wir wollen unsere Musik rausposaunen, aber natürlich auch drumherum irgendwie wir selber sein und Leute kennenlernen. So ja. Ungefähr. Ja. Und zum Beispiel durch die Songwriting-Streams finde ich eigentlich, dass das sehr gut miteinander verbunden wird. Ich meine, da sind wir hier irgendwie und labern und sind lustig und trotzdem haben wir jetzt in letzter Zeit irgendwie Bock auf so ein bisschen powermäßige Elektro-Rock-Songs gehabt und haben die halt auch geschrieben, so. Oder? Mhm. Und dann wissen ja, also wer die Songs feiert, weiß, feiert uns, was wir gerade machen. Ja. Spreepiratin. Es ist doch aber cool, wenn man sich beim Weiterentwickeln zusehen kann. Musikerin ist auch ein Beruf. Struktur ist auch was Gutes. Viele Kulturschaffende setzen sich morgens um 8 an den Schreibtisch, schreiben ihre Songs. Bosse. Morgens um 8? Die spinnen wohl. Andere Streamer schreiben Skripte. Voll. Ihr seid super. Go on. Alles, was ihr macht, solange ich gut fühlt, richtig gut. Oh, danke, Spreepiraten. Oh. Danke. Und danke für den Eierlikör. Wir trinken gleich ein. Oh Gott. Ja, lovely. Genau. Über das, was ist und was bei denen bewirkt, die bereits hier sind. Das soll unser Fokus sein. Auf jeden Fall. Ja, voll. Jetzt könnte ich nochmal diesen Kommentar vorlesen. Soll ich das machen? Alle werden eh wissen, von wem das ist. Lieber Leo und lieber Jonathan, da ich morgen den ganzen Tag. Ach so, soll ich das auch vorlesen? wohl doch, das kann ich vorlesen. Da ich morgen den ganzen Tag im Büro sein werde, werde ich wahrscheinlich nicht um 12 Uhr in euren Stream schalten können. Und wenn dann nur zum Lauschen. Also, falls du hier bist, dann hoffe ich, das Lauschen macht Spaß. Darum gebe ich auf diesem Wege meinen Senf dazu. Und zwar ganz kurz und ganz ernsthaft. Eure große Qualität liegt, mal abgesehen davon, dass ihr sehr, sehr gute Musiker seid, vor allem darin, dass ihr authentisch seid und wirklich fühlt, was ihr schreibt, singt und spielt. Bis jetzt habe ich euch jeden einzelnen Song geglaubt. Und das schaffen wirklich wenige Künstler, wie ich finde. Daher, was immer ihr macht und welchen Weg ihr auch einschlagt, solange ihr echt bleibt, wird es gut werden. Und eure Community wird euch auf diesem Weg auch folgen, denn ihr werdet nicht für eure Musik geliebt, sondern auch dafür, dass ihr ehrliche, tolle, kreative, empathische und wunderbare Menschen seid. Ob ihr eines Tages den absoluten Top-10-Erfolg haben werdet, hängt leider nicht nur von Fleiß ab. Und Talent, okay, warte, hier ist viel in Klammern, also hinter Fleißstand habt ihr und hinter Talent habt ihr erst recht, sondern auch von dem kleinen bisschen Glück zur rechten Zeit am rechten Ort ins richtige Ohr, am besten mit viel Vitamin B zu singen. Keiner weiß, ob ihr dem, was ihr tut, oh fuck, Alter, ich kann nicht lesen. Keiner weiß, ob ihr dieses Glück haben werdet, auch wenn und ich euch das mit schönster Regelmäßigkeit und tiefem Stoßseufzer von Herzen wünschen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr mit dem, was ihr tut, happy seid und Spaß an eurer Arbeit habt. Veränderung ist nicht schlimm, Unzufriedenheit schon. In diesem Sinne, tut, was euch gut tut. Wir werden euch treu bleiben und weiterhin viel Spaß beim Austausch mit dieser wunderbaren Community und liebste Grüße. Okay. Hi Rentier, schön, dass du da bist. Maybe Audiobook is not your genre. Fuck, ich find's voll schwer, in der Zeile zu springen, weil man liest so lang nach rechts, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man links wieder anfängt. Ich glaube, weil es zu klein ist, aber ja, ist egal. Ja. Es ist eben, dass du doch eigentlich eine Brille brauchst, Leo. Irgendwann glaubst du mir das vielleicht. Ne? Okay, Leute, kleine Session, wo ihr raten dürft, wer das geschrieben hat. Ach, wie schön. Ja, danke für eure Zustimmung. Es war natürlich ein ultra sweeter Kommentar. Vielen Dank. Ach, herrlich. Okay. Ja. Ja, also das war ein mega schöner Kommentar. Papiola, nee. Vielen Dank, vielen Falsch. Dank. Und ich meine, da sind so viele versteckte Komplimente drin, dass ich sehr berührt bin. Und natürlich vor allem dieses Vertrauen, was sozusagen da ist. So, macht einfach, worauf ihr Bock habt. Und auch nicht heller. Ja, auch nicht heller. Das ist natürlich mega schön. Guck mal, Rentier war beim Optiker, weil mir keiner geglaubt hat, dass ich keine Brille brauche. Weil mir keiner geglaubt hat. Und, brauchst du eine, Rentier? Sei mal ein Vorbild für Leo. ja. Krass, ich check das gar nicht, weil mir keiner geglaubt hat, dass ich keine Brille brauche. Ja, so wie du halt. Du läufst rum und sagst, ich brauche keine Brille. Aber ich glaube, ah, ja, doch, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, ja. Ja. Ah, zum Glück nicht, aber auch ja, gut. Vielleicht. Guck, ja. Ja, ich kann es mal machen. Das ist einfach so für Ease of Mind. Einfach mal hingehen, ja, einen Test machen, alles erkennen. Ja, stimmt. Mach ich mal. Und Fresse halten. Okay. Cool. Sag mal, gibt es noch was, was ich ja, mal noch vorlesen da, kann? Genau. Das der hier. Noch. Und kostenlos. Der, wow. Der ist halt sehr lang. Soll ich den mal vorlesen? Ach ja, mach du mal. Du bist so nicht so. Ist auch sweet. Ich habe das Gefühl, dass die Community das feiert, wenn wir das hier vorlesen. Der ist auch nicht ganz so zu 1000% nur positiv. Nur 500%. Vorwort musste ich dann nachträglich doch schreiben. Sorry. Das hier war nicht von mir geplant. Du, pass auf, falls was Wichtiges im Chat passiert. Ja, ich trage jetzt hier ein. Ja. Ich dachte, ich schreibe schnell mal etwas. Dass dies dann doch so ausgeartet ist, dachte ich nicht. Ich wollte schon wieder alles löschen, aber hier ist es. Nimm das mit, was gut ist, und alles andere einfach in die Tonne. Geil. Leider schaffe ich fast nie, Donnerstag dabei zu sein. Das ist der Nachteil von geregelten Arbeitszeiten. Daher in aller Kürze mein Feedback. In aller Kürze. Vorab, als ich euch kennenlernen durfte, waren es zunächst die Lieder und die Musik, die mich bei euch hielt. Das ist aber nur das erste Kennenlernen gewesen. Mit der Zeit teilte ich viel mehr euer Humor, eure Ansichten und vor allem nicht immer Everybody's Darling zu sein, macht euch einzigartig. Die Community zu haben ist auch ein Teil davon. Für mich ist die Entstehung der Musiklieder ein sehr kreativer, persönlicher und vor allem emotionaler Prozess. Sie wandelt sich die ganze Zeit über und sollte nie in ein festes Korsett gezwängt werden. Keine Mainstream immer gleich Musik. Auch darf das Ganze nie zur Fließbandarbeit bzw. zur Gewohnheit werden. Musik braucht ihren Freiraum. Ähnlich ist das mit euren Streams. Daher liebe ich eure Freude, immer wieder etwas anderes und Neues zu tun. Von Altbekannten sich auch mal zu entfernen. Ich finde die Einbeziehung der Community und Fans toll. Und dass dies auch nicht nur einmal, sondern konstant geschieht. Ich kenne das aus meinem Berufsleben. Da machen wir das empirisch, inkrementell und iterativ. Whatever this means. Und wenn etwas mal nicht so gut ist, dann weg damit. Smiley. Ich stelle mir die Frage, welche Art von Feedback möchte ich geben? Genres, Formate, Geschichten, Geräte? Da versteht mich jemand. Oder wo sehe oder wünsche ich mir die Band in Zukunft? Mir fällt das nicht leicht. Da greift eins ins andere. Aber warum mache ich mir da so viele Gedanken? Den Sinn des Lebens löse ich heute auch nicht. Also blicke ich doch einfach mal auf die Punkte, die mir einfallen. Patreon und Unterstützung. Es ist eine tolle Plattform, um andere zu supporten. Aber wie könnte man diese besser in den Stream einbinden? Ich finde die Spendenziele toll. Die Idee mit den Monatskarten finde ich genauso toll. Könnte man nicht einfach beim Abstempeln das Spendenziel um 3 Euro erhöhen?
Finde ich spannend, ob das Ziel erhöht werden soll oder das gespendete Geld. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er meint das gespendete Geld, oder? Ich glaube auch, aber er hat das Ziel geschrieben. Der BWLer in mir sagt natürlich, dass ihr gleichzeitig das Ziel um die Spende der Patrons erhöhen solltet und müsst. Mhm. Auch das noch. Den speziellen Content nur für Patrons ist eine schöne Idee, sollte aber nicht zur Verpflichtung werden. Lablilie. Ich für mich brauche keinen Gegenwert. Ich möchte euch ohne Wenn und Aber unterstützen. Wobei ich mich über eure Karten immer sehr freue. Die Monatskarten. Auf der anderen Seite ist die Beteiligung überschaubar. Eventuell sollte man noch andere Möglichkeiten nutzen. Nicht jeder möchte euch über Patreon unterstützen. Trotzdem sollte jeder, der regelmäßig supportet, gleich behandelt werden. Neue Geräte, neue Instrumente im Stream. Ich empfand eure Jams mehr als lass uns mal probieren. Nicht alle haben mir gefallen, aber nur so funktioniert Kreativität. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dies nicht für jeden so empfunden wurde. Eventuell sollte es dann ab und zu so etwas wie eine Bandprobe geben. Finde ich interessant, ob er meint, dass wir proben sollen. Oder ja, ich glaube. Oder dass wir im Stream proben. Nein, das machen wir ja eh. Das haben wir ja gemacht. Oder eine regelmäßige Einstudierenstunde. Also da Rückfrage. Bitte, wenn du das später auf YouTube guckst. Oder ein Vorstellungsstream für ein neues Bandmitglied. Guck, da meint er nämlich auch Stream. Ah. Und ich glaube, er meint damit Band, die Instrumente. Ah, okay. Die Ergebnisse aus den Jams und die neue Variation eures Liedes habe ich am Samstag gefeiert. Streams mit Gästen. Egal, wer zu Besuch ist, ich finde das immer mal eine Abwechslung. Nicht so häufig, aber ab und zu finde ich, wie er das aktuell macht, perfekt. Meistens kommt solch ein Besuch kurzfristig zustande, aber vielleicht könnte man dies etwas früher ankündigen. Mhm. Guter Punkt, ja. Die Streams mit den Gästen diese Woche waren schon etwas Tolles. Dann könnte man dies auch mehr in den sozialen Medien promoten und mehr Reichweite erreichen. Ja, stimmt natürlich, da haben wir jetzt nicht das Beste draus geholt. Ja, ich glaube auch, er meint im Stream. Streamzeiten. Feste Pläne sind im Grunde der Tod von Kreativität. Und können irgendwann auch nervend werden. Wenn es nicht geht, muss ich nicht bei jedem Stream dabei sein. Bei mir gibt es das auch. Bei mir gibt es aber auch nicht das, du hast etwas verpasst Gefühl. Oh, die Person ist frei von FOMO. Das finde ich krass. Mhm. In der Zeit, wo ich nicht da sein kann, habe ich etwas anderes erlebt. Das gleiche gilt aber, wenn der Streamer abgesagt wird. So wie das aktuell ist, ist das für mich perfekt. Bitte fühlt euch nie dazu gezwungen zu streamen. Dankeschön. So, jetzt geht es um Social Media. Finde ich gerade nicht so relevant, wir wollen ja auch vorankommen. Nutzung der Community. Momentan beschränkt sich die Einbindung der Community vor allem über den Chat oder die Nachrichten auf Discord. Wäre es eventuell für euch schön, wenn sich zum Beispiel bei Songwriting-Stream auch ein paar von uns per Audio mit einklinken? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Songwriting. Ich finde es toll, wie schnell ihr einen neuen Song produziert, aber jeder Song braucht seinen Feinschliff. Ich persönlich würde sagen, dass man dies in dieser Zeit nicht immer hinbekommt. Wäre es nicht auch schön, wenn man über nicht nur einen Stream oder eventuell kleinere Sessions verteilt an einem Lied in Anwesenheit der Community arbeitet? Mir ist bewusst, viele Köche verderben den Brei, aber dann gibt es halt keine richtige Demokratie und ihr überstimmt uns einfach. Also, er wünscht sich, dass wir vielleicht länger an den Songs arbeiten. Und dann sind da noch so einige Fragen. Wollt ihr digital, Twitch, Insta mehr Reichweite oder im Real Life wachsen? Wollt ihr euch auf ein Genre festlegen? Wie sieht für euch die beste Einbindung der Community, der Fans aus? Wie sieht eure Vision aus? Okay, das müssen wir jetzt alles noch besprechen. Was wollt ihr? Habt ihr zu euren Fragen wegen Feedback schon klare Antworten oder eine Vorstellung dieser oder braucht ihr Feedback zu euren Überlegungen? Ich finde es aber voll gut, was voll, er sagt. Ja, voll, ja, voll Reflexionsanschluss. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich kann euch leider nur bedingt mit meinem Feedback helfen. Ich versuche diesmal mit meiner Alltagssituation zu verdeutlichen. Manchmal werde ich um Rat gefragt, soll ich die neue Stelle annehmen, soll ich etwas anderes machen? Meine Antwort darauf ist immer die gleiche. Ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen, aber einen Tipp kann ich geben. Frag dich, ob dir die Arbeit Spaß macht, denn die macht man eine lange Zeit. Und erst danach schau nach den Rahmenbedingungen wie Gehalt, Anfahrt und andere Vorteile. Geil. Die Anfahrt ist gut hier. Das geht immer ganz schnell, bis ich hier bin. So geil. Ja, lalala, nehmt euch Zeit, lala. Sehr, 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 vielen, 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 vielen Dank, liebe Person. Und danke für deine Unterstützung. Ja, geil, dankeschön.
für den doch gar nicht, also wenn man es dann so vorliest, ist es dann doch gar nicht so lang. Und das war auch sehr unterhaltsam geschrieben, vielleicht lag es auch daran. Toll. Also, zu, ich glaube, ich würde auf zwei Punkte gerne näher eingehen, nämlich, dass sozusagen die, wie hat er das gesagt, wenn man das regelmäßig macht und sozusagen einen Termin im Kalender, dann killt es die Kreativität. Mhm. Und dann fühlt es sich wie Arbeit an, das kann ich komplett unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch schon auch das, was, glaube ich, ein bisschen auch doch da reinspielt, was Ellie sagt oder was Flo sagt, dass halt unsere Konzertstreams machen wir jetzt fast seit einem Jahr. Und klar haben wir sie verändert, aber bei mir hat auf jeden Fall irgendwann auch sozusagen, sage ich mal, dieses Gefühl Einzug erhalten, dass es sich wie Arbeit angefühlt hat. Mhm. Und es liegt daran, dass es sozusagen dann doch zu wenig sich verändert hat und gewandelt hat, ja. Auch wenn wir immer wieder neue Songs gespielt haben. Und ich glaube, dass dadurch aber auch der Eindruck entsteht, dass man es halt so, also dass Flo's Eindruck auch dadurch sozusagen, also nicht nur, da, weil wir irgendwie besser geworden sind oder so, sondern eben, weil wir es auch für uns nicht mehr so krass, das war, was es sozusagen im Mai war. Mal ja. Ganz abgesehen davon, was wir da sozusagen mit welchen Instrumenten gespielt haben für Musik. Und daraufhin haben wir ja auch schon auch dann gesagt, okay, wir machen jetzt wieder einen Konzertstream weniger und machen einen Songstream weniger. Aber für mich in der Konsequenz heißt das auf jeden Fall sozusagen immer, also eigentlich noch hellhöriger werden, wenn man irgendwie merkt, so, das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen, so ein bisschen so an, als würde man da sozusagen nicht mehr genau das reinstecken, was man sozusagen mal hatte, dass man sich dann lieber doch nochmal Gedanken macht, was man wieder Neues machen könnte, was man ändert, keine Ahnung. Ja, voll. Finde ich voll gut. Und da wäre es ja fast, also jetzt gerade, wenn ich sozusagen über unsere Bedürfnisse nachdenke oder was wir versuchen könnten zu ändern, kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch mehr darauf achten, dass wir halt keinen Stream starten, ohne zu wissen, warum wir das jetzt gerade machen und uns irgendwas überlegt zu haben, warum wir da jetzt halt Bock drauf haben am Montag. Ja, aber ja, und diese Mischung aus einer gewissen Verbindlichkeit, damit sozusagen die Community sich auch darauf einstellen kann, Montagabend sind wieder die Menschenkinder am Start, aber trotzdem dieser frischen Gedanken sozusagen, warum das jetzt heute für uns auch wieder attraktiv ist, einen Stream zu machen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Genau, und ich habe das Gefühl, dass du da immer ein bisschen zu weit auf der Seite der Community warst, insofern, dass du halt sagst, nein, wir können nicht vor 12 aufhören, nein, wir müssen 3 Stunden streamen und auf jeden Fall können wir jetzt auch nicht irgendwie zu kurz oder auch nicht einfach mal was verlegen oder an einem anderen Zeitpunkt machen, sondern du warst immer eher so, ja, es ist schon gut sozusagen in der Consistency, sage ich mal, die 3 Stunden abzuliefern und halt auch dann am Start zu sein, wenn man halt sagt, dass man am Start ist. Voll, ja. Das stimmt irgendwie auch, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute ja auch uns rückmelden so, dass es halt für sie auch keinen Mehrwert hat, wenn man sich irgendwie zu irgendwas, sag ich mal, zwingt, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber da finde ich, wäre es auch cool, irgendwie einen Hi Kamehame, irgendwie so einen Umgang mit zu haben, der halt irgendwie funktioniert, so. Also ich würde schon ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich immer weiß, der Stream ist immer genau lang, der geht einfach immer von 21 bis 0 Uhr, früher war er noch länger, bis ich irgendwann meinte, okay, wir müssen ein bisschen früher aufhören, weil es mir zu anstrengend ist, das führt ja schon allein dazu, dass es sich wie Arbeit anfühlt, weil ich genau weiß, es ist von dann bis dann. Mhm. Also allein, wenn ich wüsste, es könnte mal auch um 10 vorbei sein. Aber klar, manchmal geht es auch bis 1, weil es übelst geil ist. Wäre es ja viel entspannter so, weißt voll. Du? Ja, ja. Also dass es so immer diesen abgesteckten Zeitrahmen gibt, den finde ich irgendwie stressig so. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Typen von dem, wer sozusagen eher Zeit als stressig empfindet, den Zeitaspekt scheint sozusagen bei dir mehr so sein. Für mich ist es schon mehr so, dass der Inhalt, dass sozusagen, ich glaube, ich könnte da stehen und wissen, wir müssen jetzt sozusagen bis 0 Uhr streamen, weil ich habe im Social Media Tutorial gelernt, dass man übelst consistent sein muss. Aber in dem Moment, wo wir gerade keine Lust mehr haben, irgendwie unsere Songs zu spielen, könnten wir sozusagen die Gitarren wegstellen und unseren Podcast machen, so ungefähr. Und uns sozusagen eher in der Richtung inhaltlich was auszudenken, was uns das Gefühl gibt von, wir können halt machen, was wir wollen. Mhm. Aber also schon sozusagen immer mit dem, man muss so lange streamen, bis man sozusagen... Nein, da will ich jetzt auch nicht drauf bestehen. Wir können das gerne flexibler machen. Aber es ist ja trotzdem die Frage, und das hat ja zum Beispiel der erste Beitrag, den du vorgelesen hast, schon auch gesagt, wie viel muss man eigentlich streamen, um irgendwie darauf hoffen zu können,
einigermaßen am Start zu sein, so ungefähr. Ist ja so, wie wenn du sagst, wir wollen jetzt auf Insta an den Start kommen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, wenn du nicht jeden Tag ein paar Stories machst und einmal die Woche einen coolen Post. So. Dann ja. kannst du ja auch sagen, okay, das macht mir jetzt irgendwie voll Stress, dass ich heute erst 3 Stories habe und ich muss noch 2 machen. Das habe ich mir ja nur mal so vorgenommen. Und das fühle ich jetzt gerade gar nicht. Und dann macht man es halt nicht, aber dann wächst man halt auch nicht. Ja, aber man wächst, genau, man wächst aber eben auch nicht, wenn man Content macht, den man selber nicht feiert. Klar, auf jeden Fall. Also ich will mal kurz noch sagen, hier aus der Community kommt, warum wir den Zeitrahmen nicht nach hinten hin offen lassen. Mhm. Und eine Person sagte auch, dass es eigentlich irrelevant ist, wie lange man streamt. Oder warte mal, vielleicht können wir das einfach nochmal. Ja, ja, voll. Und ich glaube, da gehe ich voll einfach mit vom Gefühl. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, ja, ich habe das auch längst verstanden, dass das dir irgendwie ein Anliegen ist. Ausgeschüttet. Ich glaube inzwischen sowieso, dass es vielleicht für die Nachbarn cool sein könnte, wenn wir wieder um 19 Uhr anfangen. Ja. Aber Monsterby schreibt, ist natürlich auch die Wahrheit, ne? Dann kann man organisieren, wann das ist. Und es in der Zeit, wo man nicht verpassen will, wann wir live sind, irgendwie cool, wenn man ja. sich darauf verlassen kann. Ja, ja, voll. Ja. Aber das stimmt schon. Sich das Ende offen zu halten, das, ich glaube, es, wenn wir zum Beispiel um 19 Uhr streamen würden, wäre es für mich auch was anderes, zu gucken, ob das jetzt, ob wir um 9 sagen, okay, das reicht uns jetzt und dann hat man noch irgendwie den Abend. Ist ja was anderes, als wenn wir um 9 anfangen und dann eh klar ist, naja, wenn man sozusagen vom Tagesrhythmus her irgendwie um 10 Bock hat aufzuhören, mhm. dann haben wir halt nur eine Stunde gestreamt. Mhm. Ich weiß, dass bei mir auf jeden Fall ab irgendeinem Punkt von wenig streamen so Zweifel aufkommen, ob wir überhaupt noch Streamer sind. Und dann denke ich so, okay, das war ja unser Lifehack, eine Band zu sein, die streamt und dadurch nicht nix zu sein. Und dann denke ich so, gut, dann so können wir jetzt irgendwie auch nicht erwarten, eine lebendige Community zu haben, Leute zu haben, die irgendwie unsere Songs feiern und an den Traum glauben zu dürfen, irgendwie mit unserer Musik irgendwann erfolgreich zu sein oder dass sie überhaupt sich jemand anhört, wenn wir nicht ein paar Stunden in unseren Stream investieren, weil so funktioniert nun mal Streaming, dass man irgendwie ja halt auch online ist. Mhm. Ja, voll. Das Gefühl kann ich auf jeden Fall auch irgendwie auch nachvollziehen. Wie wenn man auf eine Party geht. Manchmal schafft man es pünktlich, manchmal kommt man später. Muss halt zusehen, ob noch was geht oder ob der Hype abgeflacht ist. Ja, das stimmt schon, Rentier. Klasse statt Masse. Ja, Love Lilie will eben kleine Pop-Up-Streams. Kleine, die so den Alltag versüßen. Hups, eben jetzt gehen wir online, spielen ja. Happy Birthday auf dem Klavier und gehen wieder auf. Tschüss. Genau. Und schön Falafel schmatzen. Ja, also klar, das, was du gerade meintest, ist natürlich auch, ist ja auch voll verständlich so, ne, also wir müssen auch, also dann würde ich halt nur sagen, lass uns die, sozusagen die Zeit investieren, dieselbe Zeit und so investieren, aber halt dann halt mit irgendwas anderes, also auch wenn wir jetzt irgendwie Konzert machen und dann irgendwie sagen so, irgendwie jetzt haben wir gerade keinen Bock mehr, dann klar, dann irgendwie abzulabern oder halt irgendeine neue Idee auszuprobieren, finde ich irgendwie auch irgendwie voll gut, so. Ja, voll. Geil, ey. Aber wenn sie Autorin ist mit ihren 3,5 Geschichten, sind wir Streamer schlecht. Das ist ja. natürlich schön, ja. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Gibt es noch irgendwas, was wir noch vorlesen, oder war es das nee, jetzt? Nee, das war, okay, der, perfekt. War hier der Input. Ja. Also genau, die andere Sache, die du ja auch noch meintest, ist irgendwie mit mehr Gästen so. Das wäre auf jeden Fall auch was, worauf ich Lust hätte so. Einfach um sozusagen auf diese Art, sage ich mal, noch ein bisschen Abwechslung in unseren Stream zu bringen und mega, auch ja. und auch natürlich, wie wir uns Leute einladen können, auf die wir Bock haben. Ich persönlich hätte auf jeden Fall auch noch mal Lust darauf, das noch, doch noch mal diesen alten Gedanken zu reaktivieren, in den Songwriting-Streams auch Gäste zu haben. Mhm. Hier auch in vor Ort. Genau, also live vor Ort zu haben, ja. ja. Genau, das war ja mal so eine Idee damals von uns, das haben wir irgendwie dann nie gemacht, dann war auch Corona, bla bla, aber jetzt könnte man es eigentlich voll gut machen. Ja, finde ich auch cool.
Ja, ich meine, genau, jetzt als wir mit Jojo jetzt gejammt haben, gab es ja auf jeden Fall auch so einige Songs, auf die wir irgendwie, vielleicht, die wir irgendwie Bock haben, noch ein bisschen die irgendwie weiter zu verfolgen, wie das wäre, vielleicht die mal aufzunehmen oder so. Und vielleicht bietet sich, also vielleicht würde sich das ja auch irgendwie anbieten, also vielleicht nicht das erste Mal, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, aber irgendwie das zweite oder dritte Mal, dass wir halt auch den Stream laufen lassen dabei. So. Voll. Das wäre auch voll lustig. Muss ich jetzt gerade eingefallen, ich habe vorgestern Herr der Ringe 1 geguckt und musste so übelst lachen bei dieser ganzen Auenland-Sequenz, weil wir die ja vertont haben mit Jojo. Das war so geil. Und ich muss natürlich auch an dich denken, Elli, und an unser ganzes Auenland-Thema spielen mit dir, Lisa, die uns jetzt nicht hört. Ich fand es vor allem cool, wie unglaublich viel Spaß ihr beide hattet, wenn Gäste dabei waren. Auf jeden Fall. Ich meine, Gäste bringen immer irgendwie Fun. Noch zwei kleine Happen. Der Stream mit Small Curly Fry hat mir richtig gut gefallen. Wahrscheinlich, weil ihr mal nur Cover gespielt habt. Aber mit Himmelskinder Elan. Wenn es mal was anderes ist, der Backstream von Angel Rider und Leo war ein absolutes Highlight. Welcher Backstream? Aber ob man auf Kommando hinbekommt, keine Ahnung. Ach, Backstream. Ah. Ja, stimmt. Ich habe noch mal so einen Backstream gemacht mit Angel Rider. Das war mega lustig. Ja. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Hi, Lehrer. Also, ich meine, sowas hattest du ja oder hatten wir letztens ja auch schon mal gemacht, als du in der Küche, Voll, der Kochstream, der das war ja auch, Kochstream. das war ja auch schon Genau. hier. Ja, Ja, voll. Aber geil, dass dir so in Erinnerung geblieben ist, Monster Brei. Voll lustig. Reinhard Buhr und The Kiffness kenne ich nicht, aber Elli, du kannst jetzt uns das ja gerne mal im Discord Links schicken. Ich auch nicht, aber schick mal. Ja, also ich glaube, für mich wären wir jetzt so ein bisschen da angelangt. Wir haben jetzt hier den Input ja auch viel bekommen und vorgelesen und so, dass wir jetzt sozusagen nochmal vielleicht zusammenfassen können, wo wir Lust drauf haben und wo es vielleicht ein bisschen hingeht, Ja. oder? Ja. Hä, als wir den Kuchen gebacken haben. Baking. Genau, lass uns gerne nochmal zusammenfassen und vielleicht lass uns vielleicht sogar schon doch auch darüber reden, was das jetzt konkret heißt, sozusagen für die nächsten Wochen so. Weil, Leo also, will gleich seinen Kalender zücken. nein, aber ich meine, ich will ja irgendwie wissen, ob wir jetzt die nächsten 4 Montage Konzertstream machen, wie wir es immer gemacht haben, oder ob wir jetzt schon eine Idee haben, ob wir sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja, Was daran schon voll. vielleicht verändern können, so. Ja. Aber okay, und fürs Zusammenfassen, glaube ich, werde ich mal mir hier so ein paar Stichpunkte machen. Also während wir hier das zusammenfassen, damit wir dann auch, wenn wir hier fertig sind, was davon haben und was Schriftliches haben, was wir dann unterschreiben können. Was wir unterschreiben können. Also, was ich auf jeden Fall noch erzählen will, ist, dass ja am Wochenende war ja nun mal Lika da, Small Curly Fry, und mit der habe ich mich natürlich auch viel über Twitch unterhalten. Das ist ja auch irgendwie unsere Ebene, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Und sie hat mir auf jeden Fall irgendwie so ein neues Feuer für Twitch entfacht, auf eine Art. Und das fand ich irgendwie übelst schön. Coole Bilder im Hintergrund. Das sind keine Bilder, das sind selbst gebastelte Absorber. Das sind so 1000 Holzklötzchen, die ich zusammen geleimt habe. Und was ich da gemerkt habe, ich habe ja mit ihr auch Talking-Stream gemacht und so, und dass ich irgendwie nochmal gemerkt habe, okay, es ist einfach was anderes, es hat gar nicht so krass viel miteinander zu tun, was wir irgendwie für eine Musik schreiben miteinander und wo ich irgendwie sage, okay, hey klar, Leo und ich, wir denken uns irgendwie Mucke aus und haben da unsere Ebene. Und auf der anderen Seite gibt es Twitch, da gibt es eine Community, da gibt es bestimmte Sachen, die besser und schlechter funktionieren. Da gibt es Sachen, die mehr und weniger Spaß machen. Und das Ganze ein bisschen mehr unabhängig voneinander zu betrachten. Und ich glaube, dass das für mich die wichtigste Lektion ist, so der letzten 2 Wochen oder so, und sozusagen dahin gekommen zu sein. Weil ich auch gemerkt habe, dass zum Beispiel die Verschmelzung von unserem künstlerischen Output und Twitch-Community eine Zeit lang sehr gut funktioniert hat. Diese ganzen Songs, die wir für die Community geschrieben haben und so weiter. Und das für mich aber inzwischen nicht mehr so gut funktioniert, weil ich einfach merke, ich habe Lust, dass wir uns musikalisch wieder ein bisschen mehr mit uns selber beschäftigen und gucken, was wir eigentlich wirklich machen wollen. Zum Beispiel von den Themen her und so weiter, ne? Da haben wir auch drüber geredet, über unsere Lyrics. Bisschen anderes Thema, aber es hat nun mal jetzt damit zu tun, weil wir eine Zeit lang das sehr eng miteinander verwoben haben. Unsere Musik, unseren nächsten Release, lalala, und Twitch-Community und Konzert.
Und ich glaube, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, das ein bisschen voneinander zu trennen, weil natürlich Streamer sein wollen und irgendwie auch schon auch wachsen wollen natürlich oder wenigstens das hier alles zusammenhalten zu wollen, hat immer irgendwie auch was mit Druck zu tun oder wenigstens mit irgendwie einer Art von Disziplin oder so. Mhm. Und das will ich natürlich ganz gerne von unserem musikalischen Schaffen so doll fernhalten wie möglich. Und das führt mich wiederum sozusagen zu, ja, so ein bisschen zu, also wenn ich das zusammenfasse, diese beiden Erkenntnisse dazu, dass ich Lust hätte, einerseits, dass wir unsere Musik machen, auch ohne Stream, uns hier treffen. Ganz normal. Ganz normal. So wie früher. So wie früher Songs schreiben, das machen, was bei rauskommt und uns glücklich machen mit unserer Mucke. Und auf der anderen Seite uns überlegen, was haben wir Lust, einzeln und gemeinsam im Kontext von Twitch und dem Stream und der Community hier in die Welt hinaus zu tragen und was für Formate wollen wir uns ausdenken, was für Gäste wollen wir uns einladen und wie so, damit wir inhaltlich für den Stream frisch bleiben, ob das jetzt die Uhrzeiten sind oder der Content oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass die Verbindung, und das haben alle jetzt auch schon gesagt, die Verbindung von unserer Musik und der Community oder und dem Twitch-Stream wird immer da sein durch unsere Personality, durch unseren Spirit, durch das, was wir reinbringen. Mhm. Und da müssen wir uns eigentlich, glaube ich, keine Sorgen machen. Mhm. Und ab und zu mal unsere Songs halt spielen, die wir auch neu geschrieben haben. Aber heißt es jetzt rein praktisch, wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen, dass wir zum Beispiel, wenn wir Bock drauf haben, einfach Streams auch individuell einfach machen, wenn wir Bock drauf haben, du einfach mal mit irgendwem chillst und denkst, boah, das wäre jetzt voll interessant, hier die Community mit einzubinden. Lass mal also Stream laufen und kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ne? Ja. Also für dich natürlich auch. Genau. Und gleichzeitig ergibt sich daraus natürlich die Frage, wie man mit so Stream-Zeitplänen einfach sozusagen, die wöchentlich ja dann doch irgendwie in einem gewissen Grad verbindlich sein müssen, umgeht. Voll, auf jeden Fall. Jetzt will ich einmal kurz ein paar Leute begrüßen. Hey, Bella Kato und hallo Abracadabra. Schön, dass ihr noch hier mit eingeschaltet habt in unseren Future-Stream. Es gibt noch Aufträge von Community-Songs, aber man kann jetzt keine mehr kaufen, Kamihami. Okay. Kochstream, yeah. Genau, und, genau, da wäre jetzt die Frage, also zum Beispiel, ich finde es übelst geil zu sagen, wir bleiben beweglich, wir können arbeiten, ohne mal zu streamen, wir können mal streamen, ohne dass wir es geplant haben, wir können einzeln mal streamen, wenn wir Bock darauf haben. Aber was passiert montags und donnerstags sozusagen zu den Zeiten, zu denen wir sozusagen jetzt bis jetzt streamen? Weiß ich nicht, finde ich offen. Also habe ich noch keinen, ich habe dazu noch keinen Plan gemacht. Aber du entscheidest auch nicht. Also das, Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt entscheiden müssen. Nee, das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Also vielleicht zumindest nicht im Stream. Ja, also ich glaube, ich fände es cool, eine Mischung daraus zu machen, wie was ich gerade meinte, sozusagen also donnerstags Songwriting-Stream, Talking-Stream, whatever, das bleibt so ein bisschen irgendwie beweglich, so wie das ist, ob es ein Songwriting-Stream auch mit Gästen ist oder so. Und für den Stream montags, glaube ich, fänd ich es cool, einerseits vielleicht früher anzufangen, also die Zeit zu ändern, weil das kann ja auch schon was verändern, in dem, wie sich das sozusagen erstmal anfühlt. Und eben auch vielleicht wieder mit Gästen sozusagen ein bisschen mehr zu arbeiten und und sonst sozusagen das vielleicht mehr machen, worauf wir gerade Bock haben. Voll. Und nicht unbedingt irgendwie Songs runterspielen oder so. Voll. Ja. Also was ich mir in dem Kontext vorstellen könnte, ich fände es schon cool, wenn wir einmal die Woche einfach Musik machen, weil das sind nun mal wir sind nun mal eine Band. Ja. Aber dass sozusagen klarer ist, dass es immer ein bestimmtes Motto gibt, was uns eben auch den jeweiligen Kick gibt oder was unserem Bedürfnis auch entspricht. Dass wir so ganz klar sagen, hey, nächste Woche am Montag ist natürlich wieder irgendwie auf eine Art Live-Musik. Mhm. Dieses Mal haben wir geplant, es gibt den Gast oder wir machen Mundharmonika-Stream. 1,5 Stunden, 19 Uhr bis 20.30 Uhr und dann gehen wir ins Kino oder whatever. Aber das, oder? Mhm. Wie hört sich das an für dich? Ja, finde ich cool. Also eher so eine, also könnte man sagen, auch so eine Art Theme dann für genau, für so es muss immer ein Theme geben, damit klar ist, auch zu dem, was Ellie vorhin gesagt hat, es ist eben nicht einfach nur, wir treffen uns halt wie jeden Montag. Und machen das, was wir immer machen. Bauen auf, machen das, was wir immer machen. Genau. So, weil das killt irgendwie den Bock und die Kreativität und sogar auch den Bock von Teilen der Community, dass sie halt wissen, die Jungs machen immer das Gleiche.
manchmal nett, aber irgendwie auch ein bisschen lame. Und ich glaube, dass das irgendwie uns allen weiterhelfen könnte, das so ein bisschen neu zu framen. Mhm. So, jetzt will ich hier nochmal auf Lisa eingehen. Wie bei Beauty and the Bard, einmal die Woche Stream-Ankündigung, was man nächste Woche circa macht. Und dann kann man sich da auch dran halten. Finde ich auch cool. Das fühlt sich natürlich auch dann weniger wie ein Korsett an, wenn man weiß, es ist eh jede Woche das Gleiche. Wenn wir uns jetzt wieder einmal die Woche besprechen würden und dann sagen würden, yo, lass mal nächste Woche den und den Streamplan machen und dann können wir oder auch Lisa den veröffentlichen, dann weiß die Community Bescheid. Mhm. Und das ist natürlich auch cool. Ein bisschen lebendiger, habe ich selbst jetzt schon gemerkt, wo ich halt hier ein paar Mal angekündigt habe, Talking Stream Donnerstag schon um 12, waren ja sozusagen mehrere Veränderungen, neues Format, dies, das. Dann kommt auch ein bisschen mehr Response, so, ah, cool, ich kann kommen oder nicht und so. Und da merkt man ja auch schon, die Community fühlt sich mehr angesprochen. Als wenn man immer dasselbe. Weil wir halt auch was zu kommunizieren haben. Ne? Und Kommunikation ist ja alles. Genau, was, also wie ich das jetzt zusammenfassen würde hier für das Doc, was ich gerade schreibe, wäre so Protokoll. Protokoll, genau, wäre so sozusagen wöchentlicher, wie soll man das sagen, so eine Art Spontaneität sozusagen wochenweise, dass man so, dass wir uns sozusagen an einem gewissen Punkt vielleicht in der Woche sozusagen Gedanken für die nächste Woche machen, die dann planen. Ciao, Kamehame. Und dann eben vielleicht auch eben schauen, was geht nächste Woche, was kann gehen, kann vielleicht mehr gehen als sonst, kann weniger gehen als sonst. Muss ja auch nicht immer dasselbe Pensum sein. So. Ja, voll. Und dann sozusagen so ein von Woche zu Woche Ding eher sozusagen fahren. Ja, finde ich voll cool. Es gibt einem natürlich auch ein anderes Gefühl. Ich weiß noch, wie wir letzten Sommer irgendwann mal so dachten, wow, das kann ja jetzt irgendwie auch nicht sein, dass wir gefühlt bis in alle Ewigkeiten jeden Montag und jeden Donnerstag so ein Konzert streamen. Ne? Und irgendwie einerseits waren wir voll im Rush, die Zahlen sind gestiegen, das hat irgendwie alles Bock gemacht, wir haben 1000 Songs gemacht und auf der anderen Seite hat uns das schon auch damals schon angefangen, so krassen Druck zu machen. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das auch einfach gerade ein cooler neuer Way, flexibler zu bleiben, inhaltlich und zeitlich. Und wenn die Verbindlichkeit stattdessen ist, dass wir eben einmal die Woche kommunizieren, was in der nächsten Woche geht. Ja, dann ist es ja voll verbindlich, oder? Ich meine, alles, was wir dafür brauchen, ist ja, dass wir halt einmal die Woche halt ein Meeting machen. Hatten wir auch schon mal, können wir vielleicht auch wieder zurückkommen. Ja, es kann ja auch sein, dass wir donnerstags nach dem Songwriting-Stream oder was auch immer wir für den Stream dann gerade gemacht haben, uns sozusagen irgendwie für eine Stunde hinsetzen und das halt noch irgendwie besprechen. Voll, zum Beispiel, ja. Hey, viel Spaß im Meeting, Monsterbrei. Genieß es, kein Korsett haben zu müssen. Danke, danke für deine Worte und für die Inspiration. Richtig schön. Die Treue. Das ist ja auch eine Sache, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass diese ganze Treue, die ihr als Community uns gegenüberbringt, einfach mich so regelmäßig so richtig rührt. Einfach. Ich merke so, okay, krass, hey, es gibt hier irgendwie so einen Haufen Leute, die sich für das interessieren, was wir hier machen. Und auch, aber ich meine, wir kennen euch ja jetzt auch schon lange. Ja, voll. Das ist schon krass. Das ist doch immer wieder ein Wunder, oder? Also. Ja, und ich bin dem mega dankbar und ich weiß, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass im Vergleich zu einem Jahr oder so, ist schon einfach mega nice, was sozusagen so passiert ist in dem Jahr und es ist mega krass gewesen, halt so viele Leute von euch kennenzulernen und auch einige von euch ja in Real Life. Ja. Und ja, irgendwie das sozusagen zu einem gewissen Part irgendwie mein Leben geworden ist, ist mega geil und das will ich irgendwie nicht missen, so, ne? Also ist völlig klar. Im Gegenteil. Ich fand es jetzt auch nochmal krass zu sehen, dass, also, wo wir uns so viel jetzt mit Small Curly Fry beschäftigt haben und sie kennengelernt haben, dass schon irgendwie bei ihr gucken halt irgendwie 150 Leute zu im Durchschnitt. Und auf der anderen Seite gibt es einfach dieses, was wir hier jetzt gerade machen, das gibt es halt nicht. Und sie ist da auch voll traurig drüber, dass man einfach die Leute so ein bisschen kennt und auch Bock hat, mit denen zu quatschen oder nach dem Stream nochmal kurz im Discord quatscht oder das hat sie gar nicht. Überhaupt oder? In so einem Nachrichtenaustausch auch ist mit den Leuten. Mhm. Also allein schon, wenn ich hier bei Discord auf Privatnachrichten drücke und da runter scrolle, da merke ich irgendwie, dass ich gefühlt mit jedem, der hier im Chat ist, schon mal was geschrieben habe. Alle, die jetzt gerade im Chat sind, mit denen ich noch nie PMs im Discord geschrieben habe, schreibt mir gerne. Oder Leo auf Instagram, weil das ist ja irgendwie voll der wichtige Teil davon und ich finde das auch irgendwie nach wie vor voll das faszinierende neue, die faszinierende neue Art, eben auch Band oder Musik schaffen da zu definieren, zu sagen, okay, es gibt Leute, die sich actually für dich interessieren
und du interessierst dich auch für die. Und das ist halt was anderes, als man steht auf der Bühne und da stehen 10.000 Leute und jubeln. Und also. Ja, voll. Das will ich trotzdem. Muss ich jetzt auch nicht bescheidener rumreden. Bescheidener tun, als ich bin. Aber trotzdem fühlt es sich jetzt gerade an, als wäre das alles nichts wert, wenn man nicht dann wenigstens in Backstage geht und dass da nochmal 20 Leute sind, die man halt auch kennt. Und die auch nochmal sagen, hey, deine Songs berühren mich, weil das irgendwie was anderes ist. Ja, oder eben auch dir sozusagen konstruktives Feedback geben können. Genau. So wie wir es jetzt gerade machen. Auch ehrlich mit dir sind und diese halt ganzen Sachen. Nicht unbedingt immer nur sagen, dass alles geil ist. Voll. Ja. Fand ich auch voll cool. Ich meine, bei dem ganzen Positiven, was kam hier in der langen Nachricht, die ich vorgelesen habe, ja, steht dann da so, yo, manche Jams fand ich cool, manche nicht. Denke ich so, yo, klar. Ja. Ich meine, erst denkt man so immer, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber so ein kleines so, okay, jemand mochte was nicht, was ich gemacht habe. Und dann so, hey, ja, safe. Ich meine, wenn ich mir unseren YouTube-Kanal reinziehen würde, was ich aus gutem Grund nicht mache, dann würde ich diese ganzen Videos löschen und Lisas ganze Arbeit wäre umsonst und vom YouTube-Team, weil ich das ganz schrecklich finde, mir das Footage anzugucken von mir selbst. Hey, seit wann sagst du das denn? Sie spammt den Kanal. Das ist schöner Lisa-Humor. Hey, seit wann sagst du das denn? Das ist doch eher neu. Was denn? Guckst du dir nicht die YouTube-Videos manchmal an? Nee. Okay. Also aber es gab nicht, mal eine Zeit, wo wir sie öfter. Naja, das war aber immer so Soundcheck-mäßig eigentlich. Also ah ja, okay. Doch. Ich fand es schon auch cool, aber ich habe da, also jetzt langsam halte ich es auch nicht mehr aus. Ja. Ja, voll. Okay, aber das ist doch ganz geil. Ich habe jetzt hier mir so 5 Stichpunkte aufgeschrieben, die uns dann daran erinnern werden, was wir sozusagen machen müssen. Perfekt. Das sind ja jetzt sozusagen so ein bisschen Regeln. Kannst du ja nochmal vortragen. Genau, also das Wichtigste war eigentlich so die unabhängige Betrachtung zwischen Twitch-Community und dem künstlerischen Weg, den wir gehen. Dann der Umgang mit den Streams wird sein, dass wir sozusagen von Woche zu Woche arbeiten und schön das immer im Discord ankündigen oder wo auch immer. Und wie das von Woche zu Woche zugehen kann, ist unterschiedlich. Es kann irgendwie Live-Musik, es können mehr Gäste sein. Wichtig ist, dass es immer so thematisch, sage ich mal, uns in ein Framing bringt, dass wir sozusagen nicht das Gefühl bekommen, wir machen immer das Gleiche hier. Genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Perfekt. Oder soll ich noch irgendwas dazu schreiben? Nee, nee. Gibt's noch irgendwas anderes? Das, so, jetzt reden hier. Für mich fühlt es sich total heftig an, dass sich so interessante, talentierte, kreative Menschen wie ihr mit so einer Vergleichsweise wie mir beschäftigen, die eigentlich gar nichts mit euch zu tun hat, außer dass ich eure Musik feiere. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, Rentier. Also das finde ich total schön, dass es sich für dich so anfühlt, aber schön? Naja, nein, das ist nicht das. So. Ich finde, genau das ist das Schöne. Ach so. Ab dem Moment, wo du hier bist in dem Stream und wir zusammen was machen, also gerade im Songwriting-Stream empfinde ich das so doll, bist du ja einfach für mich ein anderer Mensch, der sozusagen hier vielleicht ein Bedürfnis hat oder ein Anliegen oder einfach Bock auf Mucke machen, wie ich auch. Und dann, finde ich, sitzen wir im selben Boot und machen das einfach zusammen. Und dann gibt es diese Hierarchie nicht mehr, dass wir irgendwie interessant sind und du unwichtig. Das ist ja, das, weißt du, das empfinde ich einfach überhaupt nicht so. Und das ist ja für mich das Wunder an Twitch-Band. Mhm. Also, ja, du bist nicht unwichtig. Ja. Okay, die peinlichsten Videos sind raus. Dankeschön. Sehr gut, ja. Fanclub hat jede Band. Ja, aber es ist was anderes, Ellie. Also ich kenne andere Bands mit Fanclubs, wo es trotzdem so eine nochmal eine andere Art von Hierarchie gibt. Weil ja aber eben auch diese Online-Möglichkeiten, die wir halt haben, Discord, aber auch Twitch, irgendwie die Möglichkeit bieten, in einem persönlichen Austausch mit den Leuten zu sein, ohne sich jetzt irgendwie einmal die Woche mit einem über Deutschland verteilten Fanclub zu treffen. Das ist ja völlig unrealistisch. Ich glaube, eine Band, die diese Art von Struktur gar nicht hat und die diese sozialen Medien nicht auf die Art nutzt, wie wir das tun, hat gar nicht wirklich die Möglichkeit oder überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie man auf Augenhöhe eine Community überhaupt haben kann. Mhm. Ja, voll. Die Frage wäre ja auch, ob das sozusagen ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, wie gut man sich das sozusagen beibehalten kann. Ne? Ja, jetzt also mach hier mal niemandem Angst. Nein, 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 ich sage ja auch nicht, dass das unser Ziel ist, aber ich glaube halt, dass eine Band, die sozusagen theoretisch 2000 Leute im Discord hat, die halt Textnachrichten, also PMs an dich schreiben, das würdest du auch denken, yo, die kann ich jetzt auf jeden Fall nicht alle selber beantworten, ja, in der nächsten Stunde. Das so. Stimmt, aber auch da habe ich
auch darüber habe ich sozusagen im Spiegel von Small Curly Fry viel gelernt. Mhm. Was nämlich, glaube ich, bei uns auch ultra wichtig ist, ist ja, dass wir unser Büro haben und dass wir Lab Lilia haben, die ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt für die Community. Und auch andere, viele andere Leute haben, die uns einzelne Aufgaben abnehmen oder die uns ganz viel helfen. Und dadurch, glaube ich, auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wächst, wir würden ja nie müde werden, uns neue Aufgaben und neue Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auszudenken für bestimmte Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren in der Community. Ja, voll. Und dafür aber auch eine bestimmte Wertschätzung bekommen. Mhm. Und dadurch diese ganzen Aufgaben auch wiederum sozusagen machbar sind. Und wenn das, wenn sozusagen jetzt 50 mal so viele PMs reinkommen würden, dann würde es irgendwie, müssten wir uns eine neue Form von Kommunikation ausdenken, eher wie so eine Art Plenum oder so, würde ich immer sagen, ich kann das leider alles nicht mehr persönlich beantworten, aber ich kann eine Redaktion sozusagen engagieren, die Nachrichten auswählt, die wir dann wieder in irgendeinem Talking-Stream besprechen und zack ist wieder dieses Community-Gefühl halt da. Ja, ja, voll, es bedarf dann vielleicht nur anderer Instrumente, ne, um das herzustellen. Genau. Ja, so, alle okay, lieben sich hoffentlich, jetzt ganz doll. Hoffentlich ist das so. Hallo, ja, cool. Anna Santorini, lange nicht gesehen, schön dich zu sehen. Ein Art Ticketing-System. Ja, Markus, ich werde dann dich nochmal anschreiben, wenn es soweit ist, dass du das dann für uns programmierst. Ja. Cool. Okay, cool. Was ich mir vorstellen könnte jetzt als kleinen Abschluss, als lustiges Abschluss-Game, wäre nochmal, hey Potter Jules, wäre nochmal eine kleine Sammlung von lustigen Stream-Ideen zu machen, mit euch gemeinsam, dass ihr die einfach hier reinballert und Leo, du kannst es entweder hier protokollieren. Ja, ich protokolliere es, aber lass uns nicht lustige Stream-Ideen nennen. Okay, wir nennen es Stream-Ideen aus der Community. Ja, aber wir selber können natürlich auch Sachen vorschlagen. Okay, dann schreibe ich nur Stream-Ideen. Ich glaube, Discord-Call brauchen wir jetzt nicht mehr machen, Lisa. Ballert einfach mal eure Ideen in den Chat. Joni nach Mittelerde. Geil. Ja, aber das ist ja eine Stream-Idee. Geil. Voll. Kannst du das noch spezifizieren? Hä, du zockst? Ich zocke hier Lord of the Rings Online. Ja. Okay, perfekt. Gestern habe ich tatsächlich mal 10 Minuten Witcher 3 gespielt. Live-Looping-Session. Okay, geil. Das wäre auf jeden Fall wie Reinhard Buhr. Danke für den Link, Elli. Geil, werden wir auschecken, finde ich, hört sich schon mal geil an. Live-Looping-Session. Oh, ich hätte eine Idee. Und zwar das, was wir im Grunde mit Johannes gemacht haben, aber sozusagen das, wenn, ich meine, wenn er mal nicht kann oder so, dass wir das auch selber machen, sozusagen, dass wir so eine Live-Looping-Session machen und dabei einen Song schreiben. Es würde einerseits uns dazu zwingen, ganz anders Songs zu schreiben, was ich interessant fände. Und vielleicht kommt was Cooles bei raus, was man dann auch dann sozusagen an dem darauffolgenden Donnerstag gleich auch in Cubase sozusagen im Songwriting-Stream verfeinern kann. Voll, aber es ist interessant, inwiefern, warum das nicht eh schon passiert, wenn wir jammen? Naja, weil, na, aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich eine ganz andere Herangehensweise habe, wenn ich produziere und du, wenn du Lyrics schreibst, du setzt dich halt mit dem Stift hin und du improvisierst nicht was. Nee, ich meine, wenn wir jammen, nicht wenn wir einen Song schreiben hier. Na, weil wir, wenn wir jammen, dann, dann schreiben wir keinen Song, dann jammen wir. Ja, aber mit Jojo haben wir ja eigentlich auch gesagt, dass wir jammen. Aber er hat auf einmal halt angefangen, Songs zu schreiben. Genau, würde ich sagen, dass ich glaube, der Unterschied ist, dass wir halt, wenn wir jammen, meistens nicht singen. Und wenn wir singen, dann ist es so ein bisschen lustig oder so ein bisschen so ein Stream, taking the piss. So. Stream-Song einfach, Raid-Song oder so. Ja, ja. Und er hatte da eine ganz andere Ernsthaftigkeit, finde ich, reingebracht. Ja, vielleicht ist es aber auch sein Skill, ne? Mal gucken, da dürfen wir uns jetzt nicht so fertig machen, dass er einfach so die Hooklines rausballert. Genau, ich finde es ja auch mega geil, dass das mit ihm so war. Ich meine nur, wer weiß, ich meine, vielleicht können wir es probieren. Auf jeden Fall, finde ich super geil. Klar, ich meine, das ist krass, wie er es konnte. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie erwarten, dass wir das sozusagen direkt jetzt irgendwie nachmachen können, so ja, oder so. Ja, aber dann wird es in jedem Fall auch sozusagen lustig, es sich anzugucken. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, was er gemacht hat, war dieses so eine Sache sehr viel wiederholen. Genau, und halt ein Gefühl für so ein. Da habe ich sogar schon gemerkt, manchmal dachte ich, okay, ich singe ein bisschen mit oder so und dann denke ich so, okay, dann singt er dreimal dieselbe Zeile und beim vierten Mal hatte ich so krasses Bedürfnis, eine andere Zeile zu singen. Ja, stimmt. Und er hat trotzdem dann nochmal dieselbe Zeile gesungen oder dasselbe Wort. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, krass, vielleicht ist das sozusagen sein Skill zu checken, dass man noch nicht mal beim vierten Mal ein anderes Wort singt und dadurch noch
eingängiger wird. Okay, das war jetzt schon sehr spezifisch. Lab Lilia schlägt vor, Community entscheidet alle eure Songs Geile über Idee. Die Songliste, mit aber nur euren Songs. Ja, finde ich gute Idee. Wie könnte man das nennen jetzt so? Community-Song-Stream oder so? Naja, oder sozusagen Hiki-Songliste würde ich das eigentlich nennen. Ja, okay. Weil Songliste heißt ja immer, dass die Community das redeemt. Und das finde ich auch interessant, inwiefern sich das dann nicht so anfühlt, wie wir spielen einfach ein Himmelskinder-Konzert am Montagabend. Ja. Weil... Wir wissen ja selber nicht, was wir dann spielen werden. Aber halt ja nur unsere Songs. Genau. So wie immer eigentlich. Ja, deswegen, ja. Aber warum fühlt sich das anders an? Warum meinst du gerade, ja, coole Idee? Also finde ich auch, aber ich finde es interessant, warum. Ja, also ich finde es cool, wenn wir das jetzt jeden Montag machen würden, fände ich es nicht cool. Klar. Aber so, genau, dann spiele ich auch super gerne Teenager für euch so. Okay, perfekt. Weil es irgendwie was anderes ist. Ich weiß auch nicht genau, warum. Mhm. Geil, Ellie und ich begleiten den kleinen Hobbit nach Isengard. We take the Hobbits to Isengard. Warte mal, Stream-Ideen. Warte mal, sagen wir jetzt auch was darüber oder nicht? Weil dann würde ich jetzt sagen, halt Gäste. Ja, auf jeden Fall. Gäste. Also Gäste, Songwriting. Songwriting mit Gästen, Konzert mit Gästen und dann ein riesen Genre, was ich auf jeden Fall übelst Bock habe zu etablieren, sind halt Chatting-Streams. Entweder zu zweit oder alleine oder, also genau, Podcasts oder eben auch mit Gästen. Chatting, Podcast, Streams und was jetzt mit den Koch-Streams? Müssen wir es aufschreiben? Obwohl es vielleicht. Ja, doch, vielleicht so, das nennt man ja so IRL. Ah, IRL-Streams. IRL. Okay. IRL-Streams. sind natürlich auch witzig. Streams. So, Chatlist-Stream als Abwandlung Setlist. Markus, habe ich leider nicht verstanden. Chatlist-Stream. Chatting, Podcast-Streams in Klammern Himmelstalk. Finde ich eine gute Idee. Utopia-Podcast. Himmelstalk, genau. Genau, das ist der Podcast. Chat bestimmt die Liste, meint er damit. Ah, als Name für das Songlist-Stream. Chatlist. I see. Ah, okay. Cooler Vorschlag. Ja. Wie nochmal Chatlist? Soll ich das aufschreiben? Chat. Naja, da wo es. Aber da muss ich schon stehen. Ja, hast du noch andere Ideen? Weil hier von der Community kommen gerade keine Ideen mehr. Chatlist. Komischerweise. Sonst sind sie ja nie zu schade, sich um uns 1000 Sachen vorzuschlagen, die wir auch alle mal machen sollen. Naja, im Grunde so das mit diesem Podcast-Zeug finde ich mega nice, aber auch, dass man das mit anderen Streamern häufiger macht. Ja. Also, dass wir auch jetzt öfter mal mit Small Curly Fry theoretisch mal so einen Stream zusammen machen, in dem einfach getalkt wird. So. Auf jeden Fall. Oder es könnte auch so sein. Genau, es gibt ja auch schon mehr Leute, mit denen, also wenn ich bei Luna in den Stream komme, unterhalten wir uns jedes Mal 5 Minuten über Chat und Gelaber und so weiter. Und da gibt es noch so 3 genau. andere. Und ich meine, mit anderen Musikern könnte es ja sogar so weit gehen, dass wir halt irgendwie, keine Ahnung, sie spielt einen Song, wir spielen einen Song und dann labern wir ein bisschen. Ja. Keine Ahnung, was das denn für ein Stream wäre, aber es wäre irgendwie auch was anderes. Ja, auf jeden Fall. Schreibt es mal auf. Wie soll ich das aufschreiben? Wie sollen wir es nennen, Leute? Mit anderen Streamern zusammen streamen. Mit anderen Streamern streamen. Keine Ahnung, ist ja nicht so wichtig, wie es heißt. Pop-Up-Streams. Lab Lilia, kleiner Band, geht raus. Collab-Stream. So, Tutorials, wie man eure Songs nachspielen kann. Das geile ist Idee, da übelst witzig, Rentier. Wie machen wir das? Oh, ja, gut, das ist warte so ein bisschen... Mal, wo steht das? Ah ja, okay. Hier. Das ist so ein bisschen so, du kannst ein bisschen Gitarrenunterricht geben, ich kann so ein bisschen, weißt du, man, es geht, und dann geht es sozusagen, heute geht es um den Song, gehst du mit mir essen und dann versuchen wir sozusagen so ein bisschen unterrichtsmäßig alle Parts einmal zu verklickern. Ein bisschen was, wie muss man das singen? Ja. Und nehmen das ein bisschen auseinander. Ja, dafür wäre es natürlich cool, wenn auch noch dann vorher, sage ich mal, oder wenn, an welchen Instrumenten man das sozusagen lernt. Weil ich meine, wir könnten Gitarre, Klavier, Bass machen. Könnten wir noch irgendwas anderes machen? Na, singen? Ja. Ein bisschen einsingen ist ja schon. Voll geil. Nee. Ich finde es übelst lustig. Okay, gucken wir mal. Songwriting für normale Songs.
Lisa? Also ohne, dass alles von der Community kommen muss. Vielleicht nicht interessant. Ach so. Ah, ja. Ohne, dass wir mit euch labern. Finde ich auch eine gute Idee. Haben weil wir ich, ja früher gemacht. Genau, finde ich auch eine Idee. Das können wir schon nochmal aufschreiben. Also das Ding ist, ich glaube, der große Haken an diesen Songwriting-Streams früher war, dass wir dann entweder mit der Community geredet haben, über was anderes, oder uns in den Song vertieft haben, Hashtag Tunnel, ich dann auch. Und dann war das Ganze einfach nicht entertaining und für uns ein bisschen stressiger, als ohne Stream-Song zu schreiben, aber eigentlich kein Mehrwert. Also für mich wäre eine positive Version davon so, dass es sozusagen eher wie der Live-Songwriting-Looping-Stream wäre. Ja. Nur, dass wir nicht mit unseren Instrumenten hier chillen. Aber dass sozusagen ja, okay. Es nicht das gibt, dass ich in der DAW mega lange rumklicke und in meinen Tunnel gehe, aber es gibt auch nicht das, dass du irgendwo auf dem Zettel übelst lange irgendwelche Lyrics schreibst, sondern es gibt nur, man macht richtig schnell irgendwas, du denkst dir innerhalb von 10 Sekunden den Text aus und danach wird halt gelabert so. Ja, wir können natürlich auch sozusagen sagen, dass wir das gar nicht so doll im Computer schreiben, den Song, sondern sozusagen hier sitzen mit Instrumenten. Kann er bei, Und dann vielleicht eine kleine Demo noch produzieren und dabei ein bisschen labern. Ja, aber wenn ich jetzt so schnell wäre, wie ich an der Gitarre wäre, dann wäre es ja okay. Toll. Oder? Coole Idee. Ja. Okay, ist doch eine coole Idee. Aber wie nennt man das? Songwriting für normale Songs. Songwriting. Ja, ich kann es ja mal sozusagen, es ist ja auch eine andere Art von Songwriting, deswegen. Ja. Für. Ja, irgendwie so ohne DAW. Ohne DAW heißt, dass man es in Cubase macht. Nee, aber genau das will ich ja nicht, weil. Also nur an der Gitarre ist für mich nicht inspiring. Nee, ja, okay. Dann find du einen Namen. Ich gucke mal weiter, was die Leute schreiben. Hikis laden neue Songs auf Ultimate Guitar. Okay, nicht ganz so entertaining, aber auf jeden Fall würde ich befürworten, wenn da mehr wären. Hey, Bella Kato, doch ich fänd's. Menno. Bella Kato, was hast du gemeint? Mehr als eine Idee. Der Linke sieht ein bisschen aus wie Cristiano Ronaldo. Hallo, mehr als eine Idee. Der Linke, bin ich. Das bist du. Hey, Cristiano. Der andere wie Ibrahimovic. Hey, bist du etwa Fusi-Fan? Ich kenne diese Namen nur aus FIFA. Songwriting-Sessions sind ja immer sehr bestimmt. Back to the Roots, cool, ja. Ich fände das gut, einfach dabei sein. Okay, why not? Was denn jetzt? Naja, Back to the Roots, dass wir Songs schreiben und die können einfach dabei sein, lurken, was auch immer. Ich glaube, es muss einfach noch viel schneller gehen, als es damals war. Sonst ist es natürlich lame. Ja, voll. Aber irgendwie habe ich, das macht mir gerade Zeitstress. Aber ich glaube, ich könnte es wie Zeitstress. Ja, sozusagen für die Session itself, wenn ich weiß, du willst einfach, dass es schnell geht. Nein. Aber ich glaube schon, dass ich auch gerade von meinem Standpunkt aus es gut vorbereiten könnte. Es würde halt bedeuten, dass ich so bestimmte Sachen vorbereite und die dann einfach nur abfeuer und wir dann halt zusammen schnell den Song schreiben. Du ein paar Lyrics improvisierst. Dann kann ich ja ein bisschen labern, wenn du nochmal doch über die eine Zeile nochmal ein bisschen länger nachdenken willst. Ja. Gut. Aber ich könnte ja auch so Beats vorprogrammieren, wie ihr schon so musikalische Ideen zurechtlegen oder so. Finde ich gut. Es war immer spannend, euch beim Erschaffen zuzusehen, voll. Ich habe euch oft nebenbei laufen, ohne eigene Interaktion, weil ich bastel oder so. Ja, super. Gut. Ihr habt mich längst überzeugt. Songwriting ohne Community-Song oder sowas. Ohne Community. Ja klar, Lisa, du hast immer die besten Ideen. Was? Ja genau. Das naja, als ohne, Titel dafür. Ich meine, ich finde es immer komisch, einen Titel zu haben, der eine Verneinung mit drin hat. Ne? Aber gut, eigentlich ist ja nur so, dass wir müssen erstmal wissen müssen. Ja. Watching a series and creating the music. Ja, also das wäre ja auch so ein bisschen das, was wir am Montag schon gemacht haben. No talking. Was ich schon auch immer noch eine witzige Idee finde. Voll, find. Dieses Vertonen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Finde ich übelst geil. Wie würde man das vielleicht so live. Do you mean what we did on Monday, Angel Rider? So the series has no sound and we are creating new sound? Mit Sprechrollen, ja. Dann müssen wir aber Leon und Lena einladen. Whole episode, we don't talk. Okay, that's nice, Angel. Ja, das wäre halt schon auch lustig, weil wenn man jetzt eine Serie nimmt, die irgendwie alle kennen oder so, keine Ahnung. Geil. Dann, und ich finde es auch ganz geil, dass es mal länger ist als nur so 5 Minuten oder so. Dann kann man auch nochmal anders eine Welt kreieren. Genau. Ich fände es auch geil, wenn wir das ein bisschen vorbereiten und sozusagen wissen, okay, auf dem Keyboard, es gibt irgendwie so 3 Spuren, es gibt so Geigen, Pad und
abgefahrener Lied sind oder so. Und das ist sozusagen dann das Orchester, was wir zur Verfügung haben. Und natürlich noch eine Gitarre und Bass und ein paar Drums und leider. Finde ich cool. So, Jam-Abend, eine Stunde, ohne Reden, nur Jam. Ja. Finde ich auch cool. Das nenne ich dann Jam. Ich glaube, das mit dem Copyright ist egal, Lisa, weil es muss ja nicht zu YouTube. Was hatten wir hier noch für eine Idee mit Leon und Lena? Also das wäre auch, das naja, hatte, das wäre sozusagen das dann mit dem Serienglotzen, aber die synchronisieren die ganze Zeit. Finde ich aber auch eine coole Idee. Ja, finde ich auch. Einfach mal die beiden einladen. Ja, aber das könnte, ja. Ja, das könnte ja auch Jo und Leon sein, ne? Wenn jetzt Lena nicht am Start wäre. Toll. Ja, das aber es wäre auch cool, eine Frau zu haben. Ja, das ist sowieso klar. Nur weil sie immer so mega busy ist. Oh nein. Bist du traurig, dass du nicht an Lena sehr traurig, ja. Nein, aber ich weiß es, dass es so war. Und ja, ich mein, voll. Hörspiel wäre auch mal wieder was. Auf jeden Fall. Ja, nur live. Lablilie, dieses ganze Gespeichere ist ja sowieso nur Nebensache. Wenn es die Serie auf Prime gibt, kann man eine Watchparty machen. Die ZuschauerInnen können parallel die Serie sehen, ohne Copyright-Probleme. Kann man auch machen, ja. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, es einzublenden. Also ich habe irgendwie jetzt nicht so viel Sorge, dass tatsächlich unser Twitch-Kanal geclosed wird, nur weil wir ein paar Videos abspielen. Okay. Aber natürlich ist es sinnvoll, die Worts dann zu löschen. Schon wieder am Montag, die Community schickt euch kurze Clips und ihr vertont die spontan. Nur eben mit Sprech. Ja, also ich meine, ich finde schon, auch cool, wenn wir uns auf unseren Skill, Musik zu machen, fokussieren. Aber für den Skill zu sprechen, können wir eben auch entsprechende Gäste einladen. Ja, lass uns jetzt nicht hier in die Copyright-Discussion einsteigen und ich bin auf jeden Fall für einen mutigen Kurs, was das angeht. Hey Hanf, überhaupt kein Problem, dass du so spät da bist. Du bist hier gerade bei unserer Abschlussrunde, wo wir Ideen sammeln, was wir noch alles für lustige Streaming-Formate machen könnten. Wir haben jetzt schon 12 coole Ideen hier gesammelt. Was ich zu dem Thema, was mir gerade einfällt, ist, wir haben das schon mal gemacht, so eine Sammlung, du erinnerst dich vielleicht daran. Und ich werde jetzt einfach mal dieses Doc von damals raussuchen und ein bisschen vorlesen, was wir damals so aufgeschrieben haben. Interessant, ja. Stream-Ideen. Okay. Ja, genau. Ich warte kurz. Ich lese nochmal ganz kurz vor, weil Hand, wenn Joy fragt. 19 Vorschläge. Ja. Die Stream-Ideen wären Joni nach Mittelerde, also er zockt Lord of the Rings, Live-Looping-Session, Live-Looping-Songwriting-Session, also wir machen im Grunde Live-Songwriting, aber an unseren Instrumenten, eine Himmelskinder-Songlist-Live-Konzert, das heißt, die Community kann sozusagen unsere Setlist mit unseren eigenen Songs bestimmen. Dann haben wir als Idee Songwriting mit Guests, was ja eh schon klar ist, Konzert mit Guests, so wie letzten Montag oder letzten Samstag. Dann haben wir als Idee Himmelstalk, also so Chatting, Podcast, Streaming. Dann Koch- und Backstream, also so IRL-Streams. Streams mit anderen Streamern, sogenannte Collab-Streams. Tutorial-Streams, wie man unsere Songs spielt an verschiedenen Instrumenten. Songwriting-Streams schnell, improvisierend, ohne Community-Input und Live-Film-Music-Making, also so Serie schauen und live die Score improvisieren, vielleicht auch mit More Entertainment, die dann synchronisieren können. Und dann gab es noch die Stream-Idee, ein Jam-Abend, nur eine Stunde, no talking, einfach zocken, Stream. So, jetzt gab es hier noch den Vorschlag von Rentier, How to Haare. Kannst du da bitte noch mehr Input reingeben? Eure Absorber sind sehr schön scharf, aber ihr leider nicht so. Lablilie trollt. Liebe Mods, könnt ihr mal kurz diese komische Lablilie bannen? Hallo Uchutz. Na, kann nicht chatten. Ja, schade. Aber schön, dass du da bist und zuhörst und dir hier die Zukunft unseres Streams reinziehst. Mal wieder ein entspannten Klavierstream ohne Sprech. Nur zuhören und chillen. Ich finde es nämlich immer schwierig, wenn ich euch zugucke, mache ich sonst nichts. Ja, Ellie, das ist ehrlich gesagt eine Sache.
Ich weiß nicht, inwiefern du Bock auf Klavierstreams hättest, aber ich habe in letzter Zeit öfter mal Bock, alleine einfach einen Klavierstream zu machen. Das werde ich auf jeden Fall öfter, jetzt demnächst auch mal machen. Okay, ich kann es ja mal aufschreiben. Piano-Streams. Weil das ist irgendwie eine Sache, ich sitze eh öfter mal hier und spiele einfach mal ein Stündchen Klavier und das kann ich ja genauso gut streamen und ich habe das Gefühl, dass sozusagen Klavierstreams immer gut kamen. So, Markus, was ich abseits von Musik als Stream-Event lustig finden würde, wäre Streams, wo ihr unter Beweis stellt, wie gut ihr den anderen kennt, beziehungsweise wie gut ihr als Team funktioniert. Das wäre ja krass. Was könnte das denn sein? Also dazu gibt es ja auch so lustige Spiele. Mir fallen auf jeden Fall so ein paar Spiele ein, die manchmal auch so bei Hochzeiten gespielt werden und so. Da könnte ich mir auf jeden Fall Sachen ausdenken, wo wir hier so, das könnte man Teamstream nennen zum Beispiel. Okay, ich nenne es Teamstream. Wie wäre es mit anderen Games, die man mit anderen Streamern spielen kann? Potter Jules, Gaming Streams. Ja, warum nicht? Nimm es auf jeden Fall mal auf. Zum Beispiel Among Us oder sowas. Oder Overcooked. Feiere ich auch extrem. Habe ich neulich hier mit Jojo gezockt. Das könnte man auch streamen. Oh mein Gott, das kannst du mal direkt dahinter. Overcooked Stream mit Jojo. Haben wir eh schon drüber gesprochen. Tischtennis Stream. Diana. Das machen wir doch eh nicht. Der steht noch aus. Oh, ich hätte aber so Bock drauf. Wir müssen es mal wieder machen. Ja, vielleicht. Aber es hat nie geklappt. Jetzt musst du auch noch mal vorlesen, was jetzt in dem anderen Gleich, Dokument steht. Gleich, ich will nur kurz hier wieder beim Status Quo ankommen. Bei mir ist das Meeting. Mitreden. Ich kann, in Kochstreams sehe ich euch irgendwie aber zocken. Bei Musika? Ah, du findest Kochstreams gut, aber zocken nicht. Na, mal gucken. Ist so, ihr seid nicht im Fokus. Ach so. Okay, ist ja gut. Danke. Coworking Streams. Klavierunterricht. Per Stream. Ich glaube, dafür spiele ich zu schlecht Klavier, ehrlich gesagt. Wir können ja jemanden einladen, der das für uns macht. Ja. Oder der uns unterrichtet. Das fände ich auch geil. Ein Klavierlehrer engagieren für mich oder dich. Community Game Abend. Könntest du zum Zocken noch dazu spielen. Among Us und wir müssen musikalisch untermalen. Minicraft. Meinst du Minecraft? Coworking ist immer gut. Ja, aber dann ist ja auch cool, wenn wir einen Song schreiben, oder? Das machen ja auch Leute zum Coworken. Kommt sehr gut bei anderen Streamern. Wenn sie coworken, ich schaue nicht so gern beim Zocken zu. Okay, jetzt habe ich, jetzt lese ich mal vorher vom letzten Mal, ne? Und dann machen wir auch langsam mal Schluss. Guck mal, ist ja auch schon 8:02. 24 Stunden Stream. Du musst es jetzt nicht aufschreiben, das haben wir ja hier eh. Herr der Ringe Online Gaming. Ups, damals auch schon sofort als Vorschlag. Das scheint irgendwie was zu sein, was du machen willst, aber dann nie umsetzt. Nee, das ist einfach das Erste, was Nera und Ellie jedes Mal vorschlagen. Beatmaking-Challenge mit Lux-Musik. Wow. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Können wir abhaken. Ein Upmix-Stream. Was ist das? Ich glaube, es ging irgendwie darum, irgendwas so, wenn auch Leute aus der Community auch Musik machen, dass die uns ihre Files schicken und wir das sozusagen remixen. Geiler Mixen. Ah, interessant, ja. Nickerchen-Stream. Nickerchen-Stream. Das finde ich gerade wieder nochmal. Ich filme einfach, wie ich penne. Hier. Mal gucken, wie viele Leute zugucken. Vegan kochen. Tanzstream leicht bekleidet um eine Stange. Das hast du damals gesagt. Ja, für dich. Im Park Gitarre spielen. Lagerfeuer. Collab-Stream. Gucken wir mal. Collab-Streams. Das haben wir auch noch nie gemacht, ja. Kuschel-Stream. Von wann ist denn dieses Dokument? Sehe ich hier irgendwie gerade nicht. Massage-Stream. Politphilosophie-Musik-Podcast-Stream mit Gästen. Ein Artist-Cover-Stream. Finde ich geil, ist aber sehr aufwendig. Wenn wir sozusagen morgen einen Billie Eilish-Cover-Stream machen, dann müssen wir echt heute noch viel Musik hören. Theme-Stream. One-Genre, Weihnachts-, Halloween-Klassik. Klassik. OMG. Wer würde eher oder ich habe noch nie Games? Fühlt sich ein bisschen Julian Bam-mäßig an. Einfach mal die Klappe halten, Stream. Witzige Instrumente. Tischtennis-Stream, Jam-Stream. Ja, okay. Okay, haben wir doch ein paar bessere Ideen heute gesammelt schon. Ja, wir haben uns auf jeden Fall weiterentwickelt. So, Ellie wartet immer noch auf Midis. Ja, stimmt. Shit. Und auf den Beckentrick vom Milliarden-Lief.
Ja, sorry, aber jetzt, wo wir manchmal mit Jojo chillen, kann das können wir jetzt nicht mehr machen. So lange diese Ausrede und jetzt gibt's einen Grund. Geil. So. Noch ein paar Instant Buttons als Kommentare. Sagt Rentier. Was heißt das? Man muss alles singen, was man sagen will. Das klingt nach einem lustigen Stream. Okay, als Gespräch und wir müssen aber singen. Alles, was man gamingmäßig macht, musikalisch aufbereiten. Klar, ihr habt mich schon mal beim Schlafen angeguckt. Ist der gespeichert? Bella Kato will den Nickerchen-Stream nachklotzen. Nee, das war im Discord. Gut, dass du es gesagt hast mit dem Milliarden-Backing-Track. Warum? Weil Alice nicht sagen wollte. Ein Trio mit Jojo und dem Song wäre nice. Ja, ich glaube, Jojo ist sehr weit davon entfernt, Bock zu haben, irgendwas Milliardenmäßiges in unserem Stream zu machen. Das kann ich auch echt verstehen. Oder überhaupt außerhalb von Milliarden. Will glaube ich, gerade so ein bisschen voneinander trennen, seine verschiedenen Aktivitäten. Okay, mit dem Wort Milliarden bitte über Stream-Elements jetzt sperren. In unserem Nicht, dass das, wenn er mal wieder hier ist, zu peinlichen Incidents kommt. Ja, wirklich. Danke für die Herzchen, Uchitz. Ja. Okay, cool. Also das sind jetzt wie viel? 12, 13 coole Ideen? Wow. Obwohl mehr sogar. Aber egal. Auf jeden Fall ein Haufen. Auf jeden Fall ein Haufen. Das müssen wir nur angehen, aber ansonsten haben wir jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Bibliothek, auf die wir zurückgreifen können, was doch schon mal cool ist. Piano-Stream mit Lang Lang. Ja, okay. Eigentlich eine gute Idee. Lass uns das einfach nächste Woche machen, okay? Ja, nächsten Montag, 19 Uhr, Piano-Stream mit Lang Lang. Okay, Leo. Ich glaube, von mir aus können wir jetzt mal abschließen. Ja. Und wir könnten jetzt hier noch für die Community, die jetzt hier ist, was ja sehr treue Menschen sind, die sich mit uns hier Gedanken machen, zusammen ein Special raushauen. Und zwar? Denen was zeigen, was wir bisher in erst einer Person gezeigt haben. Den Song unten? Ja. Okay. Ja, okay, können wir machen. Man kann durch Raids Reichweite gewinnen, ja klar. Wollt ihr wirklich eine neue Sparte starten auf Twitch? Was meinst du mit Sparte? Naja, nein, wollen wir nicht. Nein, wir wollen weitermachen wie bisher und uns auch noch neue Sachen erarbeiten. Genau. Und ein bisschen mehr Abwechslung noch in unsere Streams einfach reinbringen. Genau. Also, danke fürs Mitmachen, ihr Lieben. Hier kommt der Song Mega Geil, den wir für Scotty P geschrieben haben. Man muss dazu sagen, er hat sich zwei Songs gekauft und dann aber gesagt, es soll ein 10 Minuten langes Lied werden. Und ist es 10 Minuten lang? Es ist 10 Minuten lang. Er hat auch schon dazu gesagt, er findet, dass sich alles sehr oft wiederholt, aber es kann er auch verstehen, weil es schließlich 10 Minuten lang ist. Ich muss sagen, den Song zu genießen ist vor allem möglich, wenn man vorher sich ein bisschen Kraut hinzugefügt hat, im Sinne von Hanf and Joy. Denn dann blowt es dein Mind. Aber dann blowt jede Mucke dein Mind. Nee, dieser Song nochmal speziell. Weil er irgendwie sich an sich schon wie ein Trip anfühlt. Okay, krass. Ja, ich bin gespannt. Also, was ich mir mal Kraut hinzufüge im Sinne von Hanf and Joy. Ja, nicht, dass sie gebannt werden. Okay, das ist so geil, weil man sieht dich so selten so nach den Worten suchen. Das ist so richtig lustig. Also was ich jetzt sagen will, dann leg mal los, jetzt habe ich Bock. Aber Hanf and Joy, hast du dir den Kraut hinzugefügt? Warte mal ganz kurz, ja. Können wir es aber hier laut hören? Ja, und klar. Dann müssen wir aber die Mics aufmachen. Ich mach die Mics gleich. Okay, perfekt. Grüner Genuss. Warte mal kurz. Grüner Genuss, ja. Okay. Aber irgendwie habe ich Schiss, dass du irgendein Mikrofon nicht ausmachst und die dann alles doppelt hören, weil das ist voll oft so. Ich mache jetzt die Mikros aus. Okay. Versprochen. Aber dann machen wir kurz einen Test. Ich klatsche. Hab ich. Okay, geil. Hanf and Joy. Zum 13:49 am Stissel. Ja. Okay, und ich glaube, ich werde mal in die Konzertstimmung gehen. Da sind nämlich diese Mikros hier eh nicht mit drin. Ah, perfekt. Und so ein bisschen live
Lightshow machen. Aber da sind doch die Mics drin. Nee, nur über Cubase. Ah, okay, perfekt. Okay, Leute. Wir verabschieden uns also hier schon mal von unseren Mikros. Danke für euren ganzen Input, danke für die Worte und schön, dass ihr da seid. Richtig cool, richtig schön, dass wir hier das zusammen machen können und ja, Dankeschön. Legaler Patient, perfekt, 24/7. Sehr gut. Okay, Leute. Und jetzt kommt der Song. Macht's gut. Wir sehen uns am Montag und wir werden euch noch mitteilen, was genau, da geht. Heute ist ja Donnerstag. Donnerstag nach dem Stream werden wir besprechen, was nächsten Montag und nächste Woche passiert. Passt gut auf euch auf. Und wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu uns, zu dem Stream, zur Community, dann fühlt euch bitte frei. Hallo, ich habe keine Ahnung. So, dann fühlt euch bitte frei, uns zu schreiben im Discord, egal ob persönlich an Himmelskinder oder einfach in die Hafermilchstraße oder an den jeweiligen Kanal. Hallo Sarah, kaum bin ich da. Jetzt kommen irgendwie gerade voll viele Leute rein. Ja, jetzt kommen sie rein, weil jetzt 14 Uhr ist. Nee, hä? Ja, wahrscheinlich. Mittagspause? Also, vielleicht Mittagspause. Zieht euch gerne den Stream auf YouTube rein. Genau. Wir haben sehr viel gesagt, eigentlich alle Fragen beantwortet, würde ich sagen. Das Gute ist, auf YouTube könnt ihr es ja auch in doppelter Geschwindigkeit gucken, dann dauert das Ganze nur eine Stunde und ihr habt trotzdem alles absorbiert. Und wir können auch gerne hier unsere Zusammenfassungsliste nochmal in Discord posten. Ja, das auf jeden Fall. Super. Wir haben euch lieb und hier kommt das Mega-Special. 10 Minuten lang Kraut mega hinzugefügte geil. Song. Bitte fügt euch ein bisschen Kraut hinzu, wenn ihr wollt. Im Sinne von Enjoy. Und habt einen schönen Tag. Wir haben euch lieb. Ciao. Bis dann. Dass sie in Erfüllung gehen, kneif die Augen fest zusammen, bald werde ich da oben stehen, hab die Energie dazu, hole alles aus mir raus, keine Grenzen, kein Tabu, und meine Scheuer. Konzert im Stream, es wird ein Fest und sehr intim. Ihr seid alle eingeladen, kommt, wir gehen steil. Nur sagt euch, wird heute Abend mega geil. Hier herrscht Orb und Garantie, aufgedreht und mitgesungen. Langeweile gibt's hier nie, von den Sofas aufgesprungen, euch alle dabei zu wissen, macht die Stimmung legendär, hier wird alles abgerissen, und wir wollen immer mehr. Stimmung, die uns durch den Alltag trägt. Mehr von dieser Laune, die Agony zerschlägt. Mehr gemeine Feiern, dafür ist es nie zu spät. Noch mehr geile Mucke, sie schlägt an wie ein Komet. Mehr von dieser
Stimmung, die uns durch den Alltag trägt. Mehr von dieser Laune, die die Erde zerschlägt. Werde mal am Feiern, dafür ist es nie zu spät. Noch mehr eine Mucke, die schlägt halt wie ein Komet. Mehr von dieser Stimmung, die uns durch den Alltag trägt. Mehr von dieser Laune, die die Erde nie zerschlägt. Steil. Nur dank euch wird heute Abend. Alte Laden ist Konzert.
Geist auf dem Meer, fühlst es so sehr. So sehr.